Und hier ist eine neue Episode von unseren Masters of Higher Education. Und heute spreche ich mit Jan Knauer. Grüß dich, Jan. Hi, Dominikus. Ich erinnere mich an eine Besonderheit unseres Studiums. Wir haben ja zusammen begonnen, dass wir immer an einem bestimmten Lokal waren, in der Ecke, wo das HUL ist. Welches war das noch? Wie hieß das gleich? Ich bin immer Kumpir essen gegangen. Nein, nein, ich glaub, erzähl nichts. Wir waren nicht so beim Burgerlokal. Wie hieß er? Ottos Burger. Ja, Ottos Burger mit dem veganen, mit dem veganen Fleisch, genau. Ja, mit dem Beyond Meat Fleisch Patty. Du bist sogar losgezogen und hast dir extra in Hamburg, immer wenn du dort warst, du kommst aus Münster, du hast dir immer in Hamburg einen Laden aufgetan, wo du dieses Beyond Meat herkriegst, nicht wahr? Ja, das war so ein alternativer veganer Öko-Laden bei der Reeperbahn. Und also mittlerweile haben das ja auch die Discounter in Deutschland, beziehungsweise machen ihre alternativ veganen Patty-Fleischburger. Damals war das aber noch nicht richtig drin, also damals vor 1,5 Jahren oder so. Und da musste man extra die paar Importeure lokalisieren, die dieses Burgerfleisch sich reinholen. Bist du dem Veggie-Burger treu geblieben? Ich probiere die verschiedenen jetzt von den Discountern aus. Die haben aber irgendwie alle so diese gleiche Idee, dass man das irgendwie aus so Erbsenstärke zusammenpanscht. Aber also ich finde das Resultat weiterhin ziemlich cool. Das kommt schon sehr nah ans Hackfleisch ran. Ja, ich habe mich ja, während wir immer mit unseren Kommilitonen da bei Ottos Burger waren, immer geweigert, diese Teile zu essen. Inzwischen bin ich auch auf diese Burger umgestiegen. Die sind wirklich gut. Ja. Erstaunlich gut. Ja. Ich finde, sie brauchen gar nicht zu imitieren, das Fleisch, aber sie sind irgendwie, ist eine eigene Qualität für sich. Aber ich war überrascht. Es macht Spaß, die zu essen. Ja. Und es ist einfach interessant, die Entwicklung auch zu beobachten und da ein bisschen mitzumachen als Konsument. Also ich habe jetzt auch schon, glaube ich, 2 oder 3 so Burger-Partys, Patty-Partys gemacht, wo ich halt einfach Freunde eingeladen habe zum Testen. Das war einfach immer ganz nett. Also fast die Mehrzahl meiner Freunde ist Vegetarier und das ist einfach lustig zu gucken, was die davon halten. Ja, und siehst du schon, mich hast du inzwischen auch darum dazu gebracht. Du kommst aus Münster. Was hast du, ich erinnere mich, bei dir war es immer die Geschichte, das war der faszinierende Jan, der Geschichtswissenschaften irgendwie studiert hat. Was ist dein akademischer Bildungsweg gewesen? Also in Münster lebe und arbeite ich jetzt seit 8 Jahren. Ich komme eigentlich so aus dem Stuttgarter Raum und habe in Tübingen und Aix-en-Provence und Paris vor allem Geschichte studiert, in so einem deutsch-französischen Doppelstudiengang und allgemeine Rhetorik, die man in Deutschland nur in Tübingen studieren kann, und dann noch Rechtswissenschaften ein bisschen und Politik ein bisschen. Und dann habe ich in Tübingen auch noch in Zeitgeschichte promoviert. Wie kommst du, was hat dich gereizt an diesem... Das klingt unglaublich vielfältig und in ganz verschiedene Bereiche reinzuschauen, oder gibt es da ein gemeinsames Thema bei diesen verschiedenen Studienausrichtungen? Also gerade wenn man natürlich so Geistes- und Sozialwissenschaften studiert, entscheidet man sich ja dazu, so also die sozialen, menschlichen Bedingungen zu versuchen, besser zu verstehen. Also wenn ich jetzt Naturwissenschaften studieren würde oder Technikwissenschaften, dann würde ich eher eben gucken, was die Welt im Inneren zusammenhält und so. Und in diesen ganzen Geistes- und Sozialwissenschaften ist das natürlich immer so der Anspruch, dass man guckt, warum haben Menschen früher sich so entschieden, wie sie sich entschieden haben? Was hätte es auch für Optionen gegeben? Wie hat sich die Menschheit in ihrer sozialen Verfasstheit entwickelt? Und das hat mich halt schon immer interessiert, deswegen habe ich einfach das getan, was ich schon immer interessant fand, und das halt zumindest zum Studium gemacht, nicht zum Beruf, aber zum Studium. Also Geschichte ist so ein ganzer Klassiker, ne? Wenn man nachher so Studium im Alter macht,
dann sieht man ja vor allem in den Geschichtswissenschaften eben ganz viele Leute sitzen, weil die das interessiert. Also entweder man studiert es eben schon gleich am Anfang seines Lebens Oder gegen und Ende, ja. beschäftigt sich damit dann wissenschaftlich, oder man hat irgendwas anderes gemacht und guckt dann aber irgendwie als Rentner gerne da drauf. Also so oder so ist es einfach attraktiv, sich anzuschauen, was wir als Menschheit so gemacht haben. Hast du den, wie heißt er gleich, Yuval Harari gelesen? Ja, Ist also das aus zwei seiner deiner Sicht Bücher. ein gutes Buch? Der ist doch, glaube ich, auch Geschichtswissenschaftler, ich glaube sogar in die Ecke Militärhistoriker. Der ist ursprünglich, glaube ich, Mittelalter-Militärhistoriker. Der hat aber sehr, sehr gut lesbare, sehr schöne globalhistorische Bücher geschrieben, die einfach eine sehr hohe Resonanz haben, weil der versucht, diese ganze Menschheitsgeschichte globalgeschichtlich aus interessanten Blickwinkeln zu betrachten. Also Globalgeschichte ist toll, ne? Das ist, glaube ich, das interessiert, glaube ich, auch wirklich sehr viele Menschen. Es ist eine sehr schwierige Disziplin, weil man da, ja, weil man natürlich nie in der Lage ist, alle Feinheiten aus jedem Erdteil zu jeder Unterrichtung, ne, Sozialgeschichte, Militärgeschichte, Architekturgeschichte und so. Also jedes Mal gibt es natürlich da viel mehr, was man wissen könnte. Und es gibt jedes Mal dazu auch eine ganze Gruppe an Expertinnen und Experten, die das viel besser können. Und man versucht aber so die großen Zusammenhänge zu erkennen. Und das ist natürlich schon monumental, so ein Versuch. Da haben aber viele sehr, sehr schön gemacht. Und Yuval Harari ist gerade so ein sehr erfolgreicher davon. Ich habe auch, naja, aber wie kommt dann bei dir, ich dachte nur so gerade dran, dass die Geschichte hat ja auch nur einen begrenzten Zugriff auf die mündliche Sprache. Die ist ja noch gar nicht so lang archivierbar. Das heißt, man setzt sich mit ganz, ganz anderen Konstrukten auseinander, wie du gerade auch sagtest, Architektur, Lebensbedingungen. Und daraus rekonstruiert man dann soziale Bedingungen zurück, was eigentlich ein sehr, sehr, glaube ich, anspruchsvoller Weg ist, darauf zu schließen, wie die menschliche Verfasstheit damals war und das soziale Leben, oder? Ja, also das, klar, also Geschichtswissenschaften gucken sich eigentlich nur erstmal grundsätzlich nur geschriebene Quellen an. Das heißt, wenn man so die traditionellen Aufteilungen anschaut, dann fangen wir da jetzt als europäische Historiker, fängt man halt mit Griechenland und Rom an und guckt, was die da so geschrieben haben. Und was die aber so gebaut haben und was vor allem auch vorher kam, das ist der Job der Archäologen. Ach, das Oder ist. dann zum Beispiel eben auch der Ethnologen in anderen Ja, okay. Weltregionen, wo es kaum Schrift gibt. Also der Geschichtswissenschaftler guckt sich eigentlich erstmal nur schriftliche Quellen an. Richtig mächtig wird aber natürlich das Erkennen, was geschah, dadurch, wenn man die verschiedenen Disziplinen zusammenbringt. Und die Geschichtswissenschaft war früher eben so klar, wie man es so kennt, ne? Irgendwelche royalen Monarchengeschichten oder irgendwie große Männer. Und jetzt auch schon seit 100 Jahren oder so guckt man sich halt viel mehr auch andere Sachen an. Und theoretisch kann man sich halt alles angucken. Also man kann auch über Panini-Sammelbilderalben promovieren. Eine Freundin von mir hat das zum Beispiel Ehrlich. großartig getan, ja. Das Zeitgeschichte, ja. Welche wissenschaftliche Methode kommt da also in den Geschichtswissenschaften zum Einsatz? Oder was ist worüber hast du nochmal promoviert? Welche Methodik hast du da angewendet? Also ich habe einfach nur über einen Bürger promoviert, der allerdings in Zentralwürttemberg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts politisch sehr aktiv war und wahrscheinlich, also fast jeder aus einer bestimmten Generation kennt diesen Herrn einfach da, obwohl er nie irgendwie ein Amt hatte oder so. Und ich habe eher klassisch, ich habe eine Biografie geschrieben tatsächlich. Allerdings nur so weit biografisch, als ich mir dann wiederum angeguckt habe, wie die Reaktionen auf ihn waren. Und dann macht man ganz klassische Quellenkritik, indem man zum Beispiel anschaut, was haben die Zeitungen über ihn geschrieben. Dann habe ich Gerichtsakten angeguckt und die ausgewertet. Dann auch Zeitzeugen interviewt, wenige, weil da viel auch schon da war, aber dann ist man plötzlich in eher so einem ethnologischen im Instrumentarium drin. Dann habe ich tatsächlich, weil der politisch einfach sehr, sehr, ja, also
viel Resonanz erzeugt hat, habe ich mir auch angeguckt, wie er geredet hat, also wie er kommuniziert hat. Das heißt, das war eher so kommunikationswissenschaftlich, beziehungsweise jetzt aus meiner Warte eben eher rhetorisch. Also ich habe mir das Instrumentarium zunutze gemacht, das wir seit 2.500 Jahren haben, wie man eben gut redet. Und was da relevant ist, und habe das auf diesen Herrn aus dem 20. Jahrhundert angewandt. Also es war eigentlich auch so ein Methodenmix. Ja, es klingt, dass du verschiedene Quellen, und wie kommst du, welchen Erkenntnisbegriff hat man dann in der Geschichtswissenschaft? Ist das, da kann man ja nicht von einem Wahrheitsbegriff reden, weil ich glaube, es gibt da nicht die Sache, dass man sagen kann, eine bestimmte Zusammensetzung dessen, was du da analysiert hast, zusammengetragen hast, bildet Wahrheit ab, sondern ist eine Perspektive auf eine bestimmte Zeit unter bestimmten Annahmen mit bestimmten Kriterien ausgewertet. Oder wie schaut das aus? Ja, da würde ich dir so zustimmen. Deswegen können, wenn man zum Beispiel alte Geschichte studiert, da ist der Quellenkörper, also die ganzen Schriften, die es dazu gibt, ist relativ stabil. Da kommt einfach nicht mehr viel neu dazu. Trotzdem beschäftigt man sich seit Jahrhunderten immer wieder mit den gleichen Texten und bringt immer wieder neue spannende Erkenntnisse hervor, je nachdem, genauso wie du es gesagt hast, aus welcher Perspektive man es, auch mit welchen Fragestellungen man es betrachtet. Und dann muss man natürlich oft auch einfach wieder korrigieren. Es geht eher darum zu schauen, was die Menschen früher so getrieben hat und warum sie sich für das und das entschieden hat und haben, aus welchen Voraussetzungen und was daraus dann resultierte. Die Rhetorik, wäre die korrekt übersetzt als Sprechwissenschaft? Ja, man guckt sich halt die Rede an und schaut, was es da für Elemente gibt, die entsprechend zum Erfolg führen oder was die für eine Wirkung haben, bis hin zum ganzen Menschen. Ne? Also der Vir Bonus, der gute Redner oder der ehrenhafte Redner, zum Beispiel so als das große Rednerideal. Der Redner, der immer so als Bürger, Politiker, Anwalt tätig war in der Antike, der ist so das Idealbild. Und daraus ergibt sich dann, daraus ergibt sich so ein Idealbild eines guten Redners oder auch eines guten Menschen. Und das hat man damals halt schon versucht zu analysieren, was da dazugehört im damals natürlich vor allem Sprechakt. Genau. Heute guckt man sich natürlich auch viel mehr Schrift und andere Sachen an, aber damals war es natürlich ganz klassisch, man geht auf die Agora in Griechenland oder auf das Forum und spricht zu seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Würdest du sagen, dass soziale Medien heute eine ähnliche Funktion haben, oder ist das völlig nicht vergleichbar? Ich habe Rhetorik Anfang der 2000er studiert, und da hatte ich ein Pro-Seminar zu Massenkommunikation. Und da war halt dann so, und da hat man sich halt alle möglichen Massenkommunikationsmedien angeschaut, und unter anderem hat man sich halt auch an, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, hat man sich halt das Bürgerradio angeguckt. Kennst du das noch so? Also Bürgerradios aus den 70er, 80ern? Ja, ja, das auch in Nordrhein-Westfalen gab es das, ne? Diese Bürgerradios, ja, ja. Bis heute müssen, glaube ich, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch immer Sendezeit bereithalten, und das füllen dann auch bis heute Bürger. Oder die Uniradios, ne? Dass Studis ihre Uni, ja, so ein Uniradio betreiben. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es das noch gibt. Also ich weiß, dass es in Marburg gibt es auch so eine Initiative, da kann man auch buchen, dann kann man auch auf Funk, auf Sendung gehen, wenn man möchte. Aber interessant, ja. Und was ist da weiter rausgekommen? Naja, die Kernerkenntnis war halt, das bringt's alles nicht. Ne, das ist nicht professionell genug, die kriegen nie genug Hörer. Das kann man zwar irgendwie machen, klar, ne, das gehört vielleicht auch irgendwie so zur Demokratie dazu, ist ganz nett, aber eigentlich hat das konnte einfach nie Fahrt aufnehmen. Vor allem deswegen, weil es einfach nicht professionell und attraktiv genug war. Und deswegen ist natürlich die Erkenntnis war halt immer, naja, man braucht eigentlich solche Gatekeeper, man braucht solche professionellen Studios, man braucht solche Senderanstalten, die das dann alles richtig machen. Und dann erreicht man auch entsprechend Publikum, und dann kann man auch was bewegen.
Und das ist halt jetzt durch die sozialen Medien völlig obsolet. Also wir erleben eine riesige Revolution, die exakt in die andere Richtung, also die eigentlich in diese Richtung Bürgerradio geht, und mit enormen Auswirkungen auf unser Miteinander. Ja, ist ja auch so ein Podcast, ist ja auch so eine neue Selbstermächtigung, wenn man möchte, auf Sendung zu gehen und alles zu verbreiten, was man so will, ne? Genauso wie wir zwei das gerade tun. Also manche reden von einer neuen Gutenbergschen Revolution, und das ist ein ziemlich interessanter Gedanke, dass also zum einen, dass das jetzt jeder machen kann, aber noch interessanter finde ich eigentlich ist, dass vor allem das Audio, also das gesprochene Wort, plötzlich wieder eine große Bedeutung bekommt. Denn es gibt so ein paar Faktoren, die man gern auch so außen vor lässt. Also wir sind einfach eine sehr schriftliche Zivilisation geworden in den letzten Hunderten von Jahren, weil das natürlich auch sehr effektiv war, ne? Wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, und ne, wir bauen auch in jeder Wissenschaft, wir bauen auf dem, was bisher darauf war und kam, auf. Und das tun wir, indem die Leute, die was Sinnvolles gemacht haben, das niedergeschrieben haben. Und dann lesen wir das und schreiben was Neues dazu, und so baut sich das auf. Und jetzt ist es aber so, dass eigentlich auch weiterhin immer nur ein Bruchteil der Menschen wirklich nutzt. Also die meisten Menschen lesen gar nicht so viel. Frauen lesen viel mehr als Männer. Ist das so? Wenn ich lesen will, muss ich auch wirklich mir Zeit dafür nehmen und muss dann voll fokussiert das lesen. Ich kann es in vielen Situationen kann ich nicht lesen. Beim Bügeln kann ich nicht lesen. Beim Abwaschen, wenn ich zumindest, wenn ich mit dem Auto fahre, selber fahre, kann ich nicht lesen. Ich kann in solchen Situationen aber immer hören. Und das Interessante ist, gerade auch bei so Podcasts und aber genauso auch beim Fernsehen. Also ich bin da zu jung dafür, aber also ab und zu sieht man so Ausschnitte oder kann das angucken aus den 60, 50ern, 60ern, 70ern im deutschen Fernsehen, wo man einfach so ewig lange Gesprächsrunden gesendet hat. Ja. Ja. Aber ich habe, du weißt, Gesprächsrunden, ja, aber weißt du, gerade will ich nochmal zurückkommen auf diesen Punkt des Schriftlichen. Also es ist natürlich ohne Frage, ich kann bei vielen Gelegenheiten zuhören. Ich hatte noch die Tage einen Podcast mir angehört von Cal Newport, der verwies auf Neil Postman und sagte dazu, dass das Schriftliche überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen hat, ein Langformat zu etablieren, also dass du Gedanken, Überlegungen ausführlich darstellst, in vielen Facetten das durchdiskutierst und sich damit auch die Wissenschaft entwickeln konnte, um der Komplexität der Welt gerecht zu werden, die sie auch vorfindet. Dafür brauchen wir ein Langformat, was strukturiert aufbereitet werden kann, was die Sprache in der Form, also das Gesprochene, auch das, was wir jetzt gerade so tun, das entwickelt sich, also wir müssten das vorher sonst konzeptionieren, genauso wie etwas Geschriebenes, wenn es die gleiche Qualität haben sollte. Aber es ist eine anderes Umgehen mit unserer Weltkomplexität, wenn ich schriftlich bin oder wenn ich mündlich bin, ne? Du kannst viel tiefgründiger werden, wenn du es verschriftlichst, und es macht zum Beispiel eben total viel Sinn, all seine Gedanken und Argumente, die man im Kopf so mit sich trägt und im Kopf durchspielt, zu verschriftlichen. Aber wir brauchen auch diesen Austausch mit anderen, um unsere Gedanken zu ordnen und ja, auch dumme Gedanken besser verwerfen zu können, noch grandiosere Gedanken entwickeln zu können. Und da ist natürlich das gesprochene Wort das, was uns seit Anbeginn begleitet. Aber das sind so zwei, also zum einen ergeben sich plötzlich für viel mehr Bevölkerungsgruppen und viel mehr Zeitpunkte die Möglichkeit, Gespräche zu konsumieren, also so wie so auf so Podcasts. Und dadurch, dass das jetzt auch jeder machen kann und da jeder so sein Nischenthema irgendwie auf so Plattformen stellen kann, merkt man auch plötzlich, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, gerade in der Massenkommunikation, dass das geht. Denn was so die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in der Massenkommunikation war, ist, dass man immer kürzere Beiträge macht. In einem Radio, als ich mein Buch da nach der Promotion ab und zu im SWR und sowas halt auch in so Interviews hatte, ne, das sind halt 3 Minuten und irgendwie. Und die sind dann unterbrochen von nochmal irgendwie zwei Musikstücken oder so.
Also in extrem kurz, oder wenn jemand interviewt wird in der Tagesschau oder so, das ist ja extrem kurz. Da hat ja keiner eine Chance, seine Argumente mal wirklich auszubauen. Und man hat aber eben jahrzehntelang gedacht, naja, das muss so sein, ne? Der Zuschauer, der hat das, der kann das einfach nicht, ne? Der schaltet ab nach ein paar Minuten. Wir können ihm höchstens so ein paar kurze Häppchen geben, sonst ist er weg. Und was jetzt vor allem auf YouTube, aber auch auf diesen Podcasts geschieht, ist, dass es, wenn man diesen Markt öffnet und Plattformen hat, die das ermöglichen, dass man dann plötzlich Hunderttausende, Millionen von Menschen findet, die es total super finden, stundenlang solchen Gesprächen zuzuhören. Ich bin manchmal auch selber von mir überrascht, dass mich neuerdings auch ein 3-Stunden-Podcast nicht abschreckt. Das wird dann natürlich verhackstückelt über mehrere Tage, aber ich höre da auch mit Begeisterung zu, weil es seltsamerweise auch ein Tempo ist. Das finde ich auch das Interessante, dass auch das Entwickeln von Gedanken, was wir ja auch gerade machen, ne? Diesen Teil des Gesprächs haben wir ja gar nicht geplant. Man lässt es einfach geschehen. Und es ist aber genau in diesem Tempo entwickelt sich das auch, wie man auch geistig gerne mitgehen mag, ohne dass man das Gefühl hat, wie du eben sagtest, das ist geskriptet, das ist schon wieder alles vorberechnet, sondern es macht auch Spaß, diesen Wegen mitzufolgen und mitzuhören. Als wäre man halt irgendwie ein bisschen dran beteiligt, ohne dass man was sagen darf, aber man sitzt irgendwie trotzdem dabei. Ja, ne? Es ist auch eine Art, was ich feststelle, da ich ja auch gerade viel Podcasts mache mit den Studierenden, die bauen, und das geht mir selber, wenn ich Podcasts höre, auch so ähnlich, man baut eine Beziehung auf zu dem, der da spricht, weil es wahrscheinlich eben nicht unter diesen idealen Produktionsbedingungen geschaffen wird. Ne? Ja. Machen wir Ja, es mal, hat schon ja? eine sehr natürliche Form, einfach so dieses Gespräch. Ja. Ist auch gerade schön, mit dir zu plaudern. Ja, ebenso. Freut mich. Aber also die Idee dieser Gutenbergschen Revolution ist eben, dass zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte solche Dinge konserviert werden können und massenhaft zur Verfügung gestellt werden, sodass man es immer wieder in jeder Situation, in der man sich gerade befindet, wenn es eben gerade passt, man sich anhören kann. Und das gab es bisher, die letzten paar hundert Jahre, eben nur. Oder davor überhaupt nur mit dem Medium Buch, also Text oder Schriften oder so, dass man sich das immer wieder hervorrufen konnte. Und erst jetzt können wir das, oder sind wir irgendwie in der Lage, dass wir solche Audiostücke halt immer wieder in Situationen auch nutzen können, die wir sonst gar nicht zur Verfügung hatten, wie zum Beispiel beim Abwaschen oder Bügeln oder sowas. Also ich höre da gern Podcasts oder eher eigentlich so Videos, die aber eben auch als Podcast funktionieren, höre ich denen einfach zu in der Zeit, in der ich sonst eigentlich nichts aufnehmen würde sonst. Aber es gibt auch wieder den Trend, dass man versucht, zu verschriftlichen, ne? Eine Transkription, dass man eben auch, das ist ja auch eine Schwierigkeit, wenn man das ganze Material wissenschaftlich zugänglich machen möchte oder einfach auswerten möchte, Zeitgeistauswertung oder auch wenn man zum Beispiel jetzt diesen Podcast Masters of Higher Education irgendwann mal durchsuchen möchte, dann geht das auch wieder nur über das Schriftformat. Es gibt inzwischen ja auch schon einige Dienste, die das automatisch transkribieren und damit dann durchsuchbar machen, dann sogar abgleichen mit dem Audio. Das scheint der nächste Schritt oder der nächste natürliche Weg auch beim Podcasting zu sein, dass man diesen Dienst auch anbietet. So ähnlich wie es ja auch passiert inzwischen bei Videos, dass man automatisch bei YouTube ja die Übersetzung sogar oder die Transkription mitlesen kann, wenn man möchte. Und man die sich auch runterladen kann, soweit ich weiß. Was ich auch immer geschickt finde, ist, also gerade auf YouTube, wenn dann in den Kommentaren jemand sich die Mühe, oder sogar der Produzent selber, sich die Mühe eben gegeben hat, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen und man dann dahin hüpfen kann. Na, vielleicht ist jemand so nett und macht uns noch ein Inhaltsverzeichnis, nachdem er uns zugehört hat. Wo hat es dich weiter hingespült? Wie ist der Bogen zu finden, dass du irgendwann mit mir im Sommer 2018 in Hamburg aufgeschlagen bist? Also nachdem ich da so fertig promoviert habe und dann auch noch in so einer Stiftung in München gearbeitet habe, bin ich dann beruflich an die Uni Münster gekommen in den dortigen Career Service, wo ich zu der Thematik Employability die Lehrenden und Studiengangsverantwortlichen an der Uni berate. Employability kann man ins Deutsche einigermaßen gut übersetzen mit Beschäftigungsfähigkeit und es ist eines der zentralen Ziele eines Studiums tatsächlich schon immer gewesen.
aber durch die Bologna-Reform seit den 2000er Jahren nochmal verstärkt worden. Das wurde dann auch so ein Kampfbegriff, teilweise wurde es auch absichtlich anders verstanden. So oder so, eines der zentralen Ziele von Hochschulbildung ist, dass wir unsere junge Generation fit machen, beitragen zu können durch das, was sie da im Studium erreichen. So. Und wie man das hinkriegt und was man eigentlich hinkriegen möchte und wie man das in Einklang bringt von dem, was das Fach oder der Studiengang möchte und dem, was die Studierenden sich erwarten, das ist ganz schön schwierig und da beraten wir die Lehrenden und Studiengangsverantwortlichen, Dekaninnen und so weiter bei dieser Frage, wie man das strategisch angeht. Also das ist mein Hauptaufgabenbereich an der Uni Münster vom Career Service aus, also der zentralen Einrichtung, wenn es um Berufsorientierung und Beschäftigungsfähigkeit geht. Und ich gebe selber auch Lehre zu diesen Themen für die Studierenden. Und ich wollte darin besser werden, auch wissenschaftlich fundierter die Instrumente, die man da anwenden kann, auch besser einsetzen. Und der Masterstudiengang in Hamburg ist, glaube ich, einer, also im deutschsprachigen Raum, ist ein sehr, sehr gutes Paket, glaube ich, dafür. Im Angelsächsischen gäbe es da noch ganz andere Kaliber, gerade auch für das Thema. Aber meine Hoffnung war, und die hat sich eigentlich auch erfüllt, dass ich diesen Studiengang, diesen breit anlegbaren Studiengang, nutze mit meiner Thematik. Und das habe ich teilweise gemacht. Also ich habe viel in diesen Seminaren gefüllt mit meinem Thema Employability, Beschäftigungsfähigkeit, Arbeitsmarktorientierung, Wert des Studiums, wie kann man den entfalten. Und zum anderen habe ich dann aber auch noch so mein eigenes Lieblingsthema in der Zeit verfolgt und ausgebaut zu, ja, also zu Goal Setting, zu Ziele setzen und wie man Sinn im Leben und eben entsprechend auch im Studium findet. Und dafür war das eine super Plattform. Das wusste ich nicht, als ich auf dich und die anderen traf, dass das so gut klappen wird, aber das hat sich als eine sehr tolle Sache erwiesen. Darf ich gerade noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, dass du beim Career Center gelandet bist? Ist das einfach so ein Lebensumstand, wo man sich dann so reinfindet, oder war das für dich so ein Bedürfnis, in dieser Ecke tätig zu werden? Ich hatte schon an der Uni Tübingen im historischen Seminar so eine kleine Career Service-Einrichtung aufgebaut. Und dann war mein, sag mal, Berufs-, Arbeits-, Lebensthema dann auch im Ehrenamtlichen eigentlich immer so junge Menschen voranzubringen, also deren Potenzial zu entfalten. So, das habe ich zum Beispiel auch noch während der Promotion habe ich mit anderen so eine Studentenorganisation aufgebaut, Studieren ohne Grenzen, die sich für Stipendien in Kriegs- und Krisenregionen einsetzt. Und das ist natürlich dramatischer, ne? Also im Kongo oder in Afghanistan, aber so allgemein junge Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, so ganz grob, ist so eigentlich mein Lebens- und Berufsthema. Sehr interessant. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Mit welchem Anliegen oder mit welchem, na, wann kommen Studierende zu dir? Sind damals zu dir gekommen? Aus welchem Anlass? Mit damals meinst du was? Du hast ja gerade erzählt, dass du noch in Tübingen damit angefangen hast. Da habe ich mich, also Dieses da, wir haben Studieren uns ohne einfach. Grenzen, ne? Da frage ich gerade, mit welchem Anlass sind die gekommen? Das ja, Studieren ohne Grenzen klingt ja völlig interessant. Und du sagtest aber auch so mit den kleinen Krisen und all sowas, ne? Das war einfach eine Studi oder ist immer noch eine studentische Initiative, die wir damals gegründet haben. Also der ganz konkrete Anlass war ein anderer Student, der in Kongo ein Praktikum gemacht hat und auch in Paris eine studentische Initiative gefunden hat, die das genau gemacht hat und die haben wir kopiert. Und die hatte sich, also ich glaube in allen also in fast allen von uns, wenn wir jung sind, steckt dieser tiefe Wunsch, was beitragen zu können in der Welt. Ich nehme eigentlich an, dass dieser Wunsch immer besteht, aber gerade
wenn man jung ist und dann vielleicht auch studiert und auch noch relativ viel Freizeit hat, ne, je nachdem, was man für Umstände hat. Aber wenn man so der klassische, traditionelle Studentenleben anschaut, dann je nachdem auch welches Fach man studiert, dann hat man halt schon, sag mal, ziemlich viele Mengen an Freizeit, die man ja auch unterschiedlich füllen kann. Und man hat, wenn man sich's gut überlegt, enorme Ressourcen zur Verfügung. Auch wenn man irgendwie noch ein armer Student ist, hat man ganz viele andere Leute, die genauso engagiert sind. Man hat eine wohlwollende Hochschule, man hat eine wohlwollende Stadt, man hat wohlwollende Eltern, Großeltern und so. Und wenn man das alles irgendwie zusammenführt, dann kann man ziemlich lustige, schöne Dinge machen, die die Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Und diese Idee teilen ja viele Studierenden. Deswegen gibt es ja ganz viele solche ehrenamtlichen Initiativen an Hochschulen. Und wir haben halt unsere eigene gebaut, mit eben einem innovativen Ansatz, dass man sagt, man unterstützt andere Studierende in, ich würde sagen, den schlimmsten Weltregionen, die eben eigentlich auch ihr Potenzial schöpfen wollen, so wie wir, es aber aufgrund der Umstände dort es bei weitem nicht so gut können. Und wenn wir es schaffen, so ein paar Ressourcen und ein bisschen Wohlwollen aus unserer Region zu schöpfen und darüber zu transferieren, dann tun wir wahrscheinlich was ziemlich Gutes. Hast du ein Beispiel, wie das konkret aussah? Du sammelst, also du, also erstmal brauchst Freiwillige, die da Bock drauf haben, das alles zu organisieren und zu managen. Also wie eine NGO, die dafür sorgt, dass man verlässliche Partner in den Ländern findet, dass man ein Stipendienauswahlverfahren ähnlich der zum Beispiel der Begabtenförderwerke in Deutschland aufbaut, das auf gescheiten Kriterien fußt, es noch viel schwieriger allerdings macht aufgrund der Umstände dort, dass man das aber hinkriegt, dass es da zu fairen Auswahlprozessen kommt, und dass man dann halt Geld sammelt hier, Kontakte findet, die unterstützen können. Werbung macht dafür, diese Stipendienprojekte managt, die Studierenden dort unterstützt bei ihrem Studium. Vor allem aber jetzt bei uns war das eben nicht nur die Förderung von Begabten. Das ist also die Idee in Deutschland mit den Begabtenförderwerken ist ja, dass man hofft, dass man damit die Elite von morgen unterstützt, die verantwortungsvoll ihr Potenzial schöpft. Idealerweise auch aus den verschiedenen Gruppen und Bevölkerungsschichten in Deutschland und die das dann irgendwann in Wert setzen. Aber eigentlich, weil in Deutschland ist natürlich die Lage so favorabel, dass man den Leuten vor allem das Studium ermöglicht und sie dann noch ein bisschen durch Netzwerke und Weiterbildung fördert. Dort ist es eher so, dass man das auf jeden Fall auch machen muss, weil man noch viel weniger Möglichkeit hat, finanziell sich ein Studium zu leisten, gerade auch wenn man aus Bevölkerungsschichten kommt, die eben schwereren Zugang haben. Und dann hatten wir, und das ist so das Innovative bei uns, hatten wir aber immer als Kern, dass die Leute, die wir fördern, eine konkrete Idee haben, wie sie ihre Heimat besser machen wollen. Und das kann die Idee sein, Beamter zu werden, der versucht, gegen Korruption vorzugehen. Das kann sein, dass man eine kleine Klinik aufbauen will. Das kann sein, dass man eine Gemeindekooperative bauen will, wo man Schweinezucht betreibt. Aber also junge Menschen, die eine ziemlich klare Idee davon haben, wie sie ihre Heimat ein Stückchen voranbringen wollen, in diesen Regionen natürlich auch friedlicher machen wollen, aber nicht die Ressourcen haben, das Instrumentarium erwerben zu können, nämlich durch ein Hochschulstudium. Zum Beispiel fördern wir ganz viele Agrarstudierende, damit die halt entsprechende Methoden lernen, um effizienter ihre Agrarbetriebe aufzubauen und zu führen. So, und vielen fehlt einfach das Geld. Oder kommen, also gerade in der Demokratischen Republik Kongo immer noch, aber tatsächlich auch vor 15 Jahren. Also die Bewerbung, die wir bekommen haben, also ist im Osten des Kongo, das sind halt alles. Ja, da haben alle mindestens irgendeinen Kernfamilienteil verloren, waren auf der Flucht, sind zigmal vertrieben worden. Wir mussten die Programme immer mal wieder pausieren, weil gerade wieder irgendeine Rebellengruppe durchmarschiert und so. Also, unter den schwierigsten Bedingungen versucht man dann eben trotzdem ja, Humankapital aufzubauen, ne? Also, dass die Leute sagen, okay, ich baue meine eigenen Kapazitäten auf, um selber was beitragen zu können für meine Region.
Du sagtest gerade, als wir alle so jung waren auf der Suche nach Sinn und so ein bisschen wo kann man die kleine Delle ins Universum machen, hast du das für dich in diesem Career Service Center gefunden? Ist das auch so ein Teil von dir, wo du sagst, damit möchte ich meine kleine Delle machen? Ja, schon. Ja? Das ist ein ganz interessantes Feld, weil also zum Hochschulstudium gehört zum einen eine fachlich hochwertige Ausbildung. Das sind so drei Sachen. Das ist das Erste, ne, dass man fachlich einfach gut ausgebildet wird, so also die Hard Skills. Dann gibt es die berühmten Soft Skills, die man idealerweise da einwebt in das Studium und dabei auch erwirbt. Kann man aber auch noch extra fördern. Und das Dritte ist, dass man individuell schaut, was man eigentlich will im Leben. Die drei Dinge führen zu beruflichem Erfolg oder überhaupt Erfolg im Leben, weil der berufliche Erfolg ein ziemlich wichtiger Aspekt des Lebens bei uns in unserer Welt ist. Das Erste, diese Hard Skills sind in Deutschland ziemlich unstrittig. Also alle Daten, die wir da bekommen, Arbeitgeberbefragungen, dann auch Zufriedenheit von Studierenden oder Absolventen, das ist alles irgendwie im grünen Bereich. Also die fachliche Ausbildung in Deutschland ist einfach, da muss man sich einfach keine Sorgen machen in den allermeisten Fällen. Ja, ist einfach gut. Die Soft Skills sind so durchwachsen, sind oft auch ziemlich gut, sieht man nicht so gut oft, aber sind eigentlich auch gar nicht schlecht. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist in jedem Studiengang inzwischen Thema, ne? Das blendet keiner mehr aus. Das oft ist es ja auch total implizit. Das ist ja oft auch, und das Interessante ist bei der Thematik dann, also muss man es eben explizit machen? Inwieweit muss man es explizit machen? Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Informatikwissenschaften ist, in den Geisteswissenschaften, dass man da zig Referate hält, dass man zig Hausarbeiten schreibt, ist natürlich, also da stecken ganz viele Soft Skills drin. Die Frage ist, ob das den Leuten so bewusst ist. Und ob es schlimm ist, dass es ihnen möglicherweise nicht bewusst ist. Stimmt, das ist auch so ein interessanter Punkt, ja. An der Fachhochschule hast du viel, dadurch, dass du sehr praxisnah ausgebildet wirst, gehst auch ins Unternehmen und machst dort eine Weile. Das ist natürlich wahnsinnig viel Soft Skills, sich irgendwo einzufügen, die Strukturen kennenzulernen, auch das Soziale, der Habitus, der da so zugehört, alles Mögliche und auch Sachen kommunizieren zu können, aufarbeiten zu können, wie du eben sagtest, auch mit Präsentationen. Das ist, ja, ich glaube, vieles läuft davon auch sehr unterschwellig und wird gar nicht so explizit thematisiert. Ich frage mich auch manchmal, wie das sonst gehen soll. Ich kann ja auch irgendwie schlecht sagen, sei mal sozial, das funktioniert nicht. Nee, genau. Ich finde es so eine der Kernfragen, weil vieles ja schon drinsteckt. Das ist ja nicht so, dass man da so viel reparieren müsste oder so. Das fände ich einen ganz schädlichen Ansatz. Das Hochschulstudium, wie es in Deutschland abläuft, ist eine weiterhin großartige Erfolgsgeschichte. Und das, also bisher zeigen die Zahlen auch nichts anderes. Also weiterhin, wenn man das alles irgendwie gescheit macht, wenn die Institution gescheit arbeitet und die Studenten gescheit mitmachen, dann kommt da eigentlich statistisch immer was Gutes dabei raus. Das war eine schöne Botschaft. Ja, die ist aber, ja, aber dann gibt es halt, also gerade in Human- und Sozialwissenschaften ist dann aber oft so, also weiterhin auch so dieses Gespenst des Taxifahrers und ah, ich kann doch nichts richtig und so. Und das ist, glaube ich, oft einfach, weil, obwohl es implizit die Sachen da toll drinstecken, wird es nicht implizit verbunden damit, warum das wertvoll ist für die Zeit danach. Also ein Großteil meines Jobs besteht tatsächlich darin, erstmal explizit zu machen, was da alles für tolle Schätze drinstecken im Studium. Also ja, mittlerweile gibt es ein paar schwarze Schafe, aber in fast jedem Studium stecken ja ganz große Schätze drin, die man aber oft nicht so sieht. Weil man eben so diese Soft Skills nicht so explizit anguckt. Und dieser dritte Aspekt, ne, diese individuelle berufliche Orientierung, das ist halt was man zum Beispiel institutionalisiert hat in den letzten 20 Jahren durch solche Career Services. Jetzt muss man aber natürlich überlegen, die sind meistens nicht so groß und haben so viel Power, als dass die gerade an den großen Universitäten irgendwie jetzt alle erreichen könnten. Also auch wir sind einer der größten und ältesten in Deutschland und trotzdem erreichen wir nicht alle Studierenden. Wir haben halt 45.000 Studierende an der Uni und können jetzt als zentrale Einrichtung nicht Tausende von Workshops geben. Und das würde wahrscheinlich auch keinen Sinn machen. Besser ist es,
in den Studiengängen sind die Verantwortlichen sensibilisiert für die Thematik, haben sich ihre eigenen Gedanken gemacht, haben Strategien entwickelt und vor allem arbeiten mit den Studierenden zusammen daran und machen das auch explizit. Und ich trage da halt dazu meinen Teil bei, deswegen also auf deine Eingangsfrage, ich finde es natürlich schön, dass ich da dazu beitragen kann, dass die Leute sich dazu mehr Gedanken machen und dann zu Lösungen kommen. Ich habe irgendwo mal von einer Studie gehört, also gerade Menschen, die so in diesem Verwaltungsbereich einer Hochschule arbeiten, wenn die mitbekommen, dass jemand, den sie beraten haben, dass das Ganze erfolgreich war, dass die, also wenn du irgendwie, du hast irgendwas, obwohl es nur administrativ ist, jemand dabei geholfen, irgendeinen bestimmten Studienwunsch umsetzen zu können oder ein bestimmtes Fach belegen zu können, wo sich irgendwie sonst die Bedingungen sonst ausgeschlossen hätten oder was auch immer. Und wenn du dann mitbekommst, dass das erfolgreich war, dass die Leute sich gefreut haben, dass es deiner Arbeit viel mehr auch Sinnstiftung zurückträgt, als wenn du das gar nicht erfährst. Auf jeden Fall. Erlebst du das auch? Also ich gebe keine direkte Beratung, aber ich sehe es natürlich am Ende von so Workshops. Das ist schon so mit am coolsten natürlich, wenn man irgendwie, aber das wird ja genauso gehen, ne? Wenn du am Ende von einer Lehrveranstaltung irgendwie Evaluation machst, mündlich und so, und da nochmal Feedback bekommst. Jetzt ist halt, schöner wäre es, also, nee, weiß nicht, wie machst du das so? Also guckst du dir die, wo kommt denn bei dir so die Bestätigung oder das Feedback an? Durch Evaluation oder durch Mündlichkeit? Also mit der Evaluation habe ich so ein gewisses gespanntes Verhältnis. Ich finde, das ist eine derartig standardisierte Abfrage, wo du über die Jahre mehr oder weniger kriegst dauernd die gleichen Bewertungen. Das heißt, es erzählt mir nichts mehr. Dann Und du kannst auch an bestimmten Parametern, da merkst du, vielleicht liegt es an dir, vielleicht liegt es auch an den Studierenden, aber es gibt bestimmte Parameter, wo ich das Gefühl habe, da kriege ich weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwas bewegt, wo vielleicht angemessen wäre zu reflektieren, aber dieses Moment ist nicht da. Ich hatte mal eine Evaluation, die habe ich konkret anpassen dürfen auf die Veranstaltung und das war dann unglaublich ertragreich, da was rauszuholen. Wo ich also gezielt fragen konnte, die Veranstaltung war gegliedert, wie es Ihnen in dieser Phase gegangen, wie da und da. Und da kamen ganz, ganz wertvolle Rückmeldungen zurück. Das andere, wenn ich die Freitexte habe, dann hast du dieses, jetzt könnte ich ja richtig loslegen mit diesem ganzen Thema, ne? Aber um das nicht zu ausufern zu lassen, ich finde, diese Art von Evaluation, wie sie heute läuft, ist eben kein Gespräch. Du musst dich evaluieren lassen, dem Studierenden evaluiere ich nie. Der macht vielleicht eine Prüfung, eine Klausur, aber er kriegt ja nie das Gleiche so zurückgelegt. Man muss sich als Lehrender einiges zumuten lassen. Es gibt ja auch zum Teil Sprüche, die sind, finde ich, grenzwertig, die gehen gar nicht. So dass für mich eigentlich viel wertvoller geworden ist, wenn mir Studierende individuell schreiben, wenn es eben zu einem Dialog werden kann. Da gibt es schöne. Ich hatte neulich noch die Tage eine Kritik von einem Studierenden, der das sehr höflich gemacht hat, warum er meine Veranstaltung nicht mehr belegen würde. Aber daraus hat sich ein Dialog, ein kurzer, entwickelt, wo ich sage, das hat mir was gebracht und diese Reflexion war wertvoll. Er hat mir einen Einblick gegeben, wo ich sagte, der hat einen Nerv getroffen, wo ich das Gefühl hatte, ja, der trifft irgendetwas, was stimmt bei mir. Wo ich selber mit mir hadere und bin dafür sehr dankbar, dass er diese feine Antenne gehabt hat. Ich speichere mir, was ich aber auch gestehen, Jubelrückmeldungen speichere ich mir sogar in einen kleinen Folder ab. Oh. Wo ich sage, wenn ich mal schlechte Zeiten habe, dann lese ich mir die durch. Ja, cool. Ja, weil, also, was ja sehr menschlich ist, ist, dass wir, und darauf sind wir geeicht und deswegen sind wir auch evolutionär immer noch da, ist, dass wir uns auf das Negative fokussieren. Ja. Also, du kannst, mir geht's immer so in den Workshops, da kriegst du irgendwie meistens habe ich Workshops von 20 Leuten nur. Und dann kriege ich dann irgendwie, und dann machen auch nicht, machen meinetwegen alle mit. Und dann kriege ich irgendwie 18 gut bis sehr gut und, naja, alles super, wunderbar oder total geil. Und zwei, und woran hänge ich mich auf an den Zweien? Ja. Und bei mir und ist es, weißt du, ich habe 200. Aber nur dadurch wird man natürlich besser. Ja, ich habe 200 Studierende und da hast du eine Varianz drin. Es wird dir immer irgendjemand sagen, dass du total blöd bist.
Ja, und das ist in der Tat manchmal so daran, das merke ich auch, ne, dieses Menschliche, dann ziehe ich mich daran runter. Und eigentlich haben mir auch ganz, ganz viele schöne Sachen geschrieben. Aber das bleibt eben in der Wahrnehmung dann nicht so hängen. Was ich auch schon in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich eine Kollegin gebeten habe, sag, lies dir mal die Evaluation, also diese schriftlichen Kommentare, die es gibt, selber durch und sag mir dann, was da so drin stand. Und dann ist das irgendwie viel besser verarbeitbar. Also, deine Evaluation liest jemand anderes. Ja, genau. Ja. Aber also finde ich schlau von dir, sich diesen Folder mit positivem Feedback zu machen, weil wir nämlich meistens eben Feedback einfach positiverweise ausblenden, weil das nicht relevant ist. Und tatsächlich zum Wachsen wäre das negative Feedback eigentlich nur verwenden müssen. Aber es zieht einen emotional natürlich runter. Deswegen, ich twitter auch nie was oder sowas. Ich geh da nie rein in solche sozialen Medien, weil selbst wenn man da Bestätigung in seiner Bubble von 90% bekäme, ich würde mich dann nur aufhängen an den 10%, die es total blöd finden, was ich gesagt habe. Ja, man muss, ja, das ist auch wichtig, ne, wie man das hinkriegt, dass man selber emotional stabil bleibt und sich dann nicht ungewollt allem Möglichen aussetzt. Was ich mit dieser neuen Einheit, die ich jetzt gerade so dieses neues Format zum Ziel setzen, was ich neu gebaut habe, das finde ich ziemlich interessant, weil da kam auch gestern wieder, also mittlerweile kamen ein halbes Dutzend Mails von Leuten, die sich einfach nur bedanken wollten. Das Und ist das habe ich schön. normalerweise nie. Ja. Und die schreiben dann halt einfach, ja, ich wollte jetzt einfach mal nur Danke sagen und dann fand ich das gut. Und manche haben eben auch geschrieben, so wie du, ne? Also wie du das meintest. Das eine hat halt geschrieben, ja, finde ich gut, aber das und das fand ich doof und den Gründen und so. Halt völlig eigeninitiativ, also ohne dass man diesen formalisierten Prozess von bitte geben Sie mir jetzt Feedback auslöst, sondern einfach so. Das finde ich natürlich super, weil da merkt man dann, dass Studierende tatsächlich mitmachen, beitragen in dieser Universitas. Ja, also dieser Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden, dass die da ihren Teil wahrnehmen und ein Teil davon werden und dadurch natürlich alle wachsen. Sowohl sie, weil sie sich tatsächlich da so darüber Gedanken machen und damit arbeiten, und wir, weil wir dadurch besser werden, weil wir endlich mal qualitativ gescheites Feedback bekommen. Ja. Das, also, das, da stimme ich dir zu. Das ist die schöne Art Feedback, auch wenn sie dann eben nicht positiv für irgendeinen bestimmten Sachverhalt ausfällt. Aber wenn es ein menschlicher Dialog bleibt, dann macht es Spaß, sich darüber auseinanderzusetzen. Wenn es dieses Formale wird, wo Boxen ausgefüllt werden und in der Anonymität das bleibt, da kommen eben manchmal auch die unschönen Sachen zurück, die man nicht braucht. Also da sehe ich auch den konstruktiven Nährwert nicht drin. Gerade wenn du eben so viele Studierende hast, dann musst du dir eben immer irgendwo die Kante geben bei solchen Sachen. Ja, da bin ich, also ich bin in ganz vielen favorablen Positionen. Tatsächlich ist das, sowas habe ich ganz, ganz selten, aber das ist einfach, die kommen zu uns freiwillig, also die können Punkte erwerben, aber sie können halt aus einem riesen Pot auswählen, was sie wollen. Also die dann zu meinem Workshop kommen, kommen freiwillig, es sind nur 20, es ist relativ intensiv, es ist sehr interaktiv. Also all die Möglichkeiten haben wir natürlich, dass da eine Atmosphäre entsteht, die eher sehr, sehr freundlich und gewogen zueinander ist. Und ich glaube, das hast du als Hochschullehrer normal im Feld, so wie du, der halt ganze Kohorten stärken muss, hat glaube ich diese favorablen Umstände nicht. Und dann hast du sicherlich halt immer Leute, die einfach kurz losquäken, oder? Aber auf der anderen Seite hat man auch was Schönes, also was ich feststelle, wenn du so Massenveranstaltungen viel machst, du fängst eben auch die Masse an, wie so ein Individuum zu betrachten. Und diese Interaktion mag ich sehr gerne und die finde ich sehr positiv. Also da erlebe ich dann sehr viel Schönes, schöne Rückmeldung. Blöd ist es irgendwie, wenn diese Masse eben zu diesen individuellen, anonymen wird. Das deckt sich dann manchmal nicht so, ne? Es gibt auch vieles Schöne, also das ist gar nicht der Punkt. Aber ich bin gerade eben, merkst ein bisschen gefangen an diesem Negativ-Feedback, was man da kriegt, damit konstruktiv umzugehen. Aber lass uns nochmal zu deinem Goal-Setting, kommen. Das finde ich ja total spannend. Was hast du da gemacht? Da hast du nämlich eine Intervention geplant. Oder? Und die läuft gerade auch. Und die läuft noch, ne? Also ich habe den Studiengang genutzt in verschiedenen Seminaren, um mich da in der Thematik aufzupumpen. Du meinst jetzt unseren Master hast du genutzt, Unseren ne? Zum Master, genau. Pumpen. Genau.
Genau, also mich selber als Student dieses Masters ja, kognitiv aufzupumpen, dass ich da gut werde in der Thematik. Also, ich habe zum Beispiel, was macht Carla Bondig für, die macht Hochschulforschung und dann macht sie aber als Aufgabe, was war das Was meinst du bei als uns? Aufgabe? Als Aufgabe ist im Seminar bei Carla in unserem Studiengang ist es ein. Systematisches Review, meinst du das? Genau. Das haben wir Das habe ich ja. zum Beispiel dann halt zu der Thematik gemacht und dann konnte ich halt die ganze Literatur da zusammenfischen. Oder bei Frau Reinmann zur Lehr-Lern-Forschung. Das ist ja sehr psychologisch und darauf habe ich mich auch spezialisiert in diesem Master of Higher Education, dass man eben psychologische Konstrukte nutzt. Also in der Intervention geht es eigentlich um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also so die Die ganz leichteste große. Frage des Universums, ja. Genau. Weil wir die nämlich in unserem Bildungssystem, auf das wir so viel geben und auch zu Recht, nie fragen. Wir fragen halt nie unsere junge Generation, was wollt ihr eigentlich für ein Mensch sein? Was wollt ihr für eine Person sein? Das wird nie ernst. Also ich kenne es nicht, das System auch heute nicht, dass das thematisiert wird. Wofür brennst du eigentlich? Was ist eigentlich deine Motivation? Was willst du in 3 Jahren? Ne, was willst du da haben? Mit welchen Menschen willst du dich umgeben? Was willst du können? Mit was willst du dich beschäftigen? Welchen Beitrag möchtest du leisten? Wie soll es mit deiner Gesundheit aussehen? Wie soll dein Familienleben aussehen? Was willst du beruflich da in der Zeit so machen? All diese ganz zentralen Fragen, die so die Grundlage der Motivation für das Tun ist, stellen wir eigentlich nie. Und dann bin ich gestolpert über eine Intervention, die so aus Kanada, USA kam, die verschiedene Aspekte zusammenfasst, die wir aus der Psychologie und aus den Neurowissenschaften schon relativ gut kennen. Und dann habe ich mir weitere Interventionen angeguckt und habe mir vor allem die Grundlagen erarbeitet. Das ist vor allem aus der Motivationsforschung, also Goal Setting, Ziele setzen, ne? Also ein sehr, sehr, sehr ein sehr robuster Forschungsbereich, der vor allem in der Organisationspsychologie eben sich überlegt, wie wird man effektiver, effizienter, beides durch richtiges Ziele setzen. Also wie setzt man sich richtig Ziele? Und dann so aus so einer Bewegung, die aus der Psychologie kommt, die so in der positiven Psychologie verankert ist. Sagt dir das was? So positive Psychologie? Erklär's mir lieber. Also es ist kein richtiger Forschungszweig, glaube ich, weil es auch einfach was abdeckt, was schon sowieso gemacht wird, etwa seit 20 Jahren, ist die Idee, dass man in der Psychologie ja eher eigentlich nachschaut, bisher so, was läuft falsch, also Dinge, die negativ sind, die man irgendwie versuchen kann zu therapieren und zu reparieren. So. Damit man wieder irgendwie auf so ein Normal-Level kommt, was man als so normal so betrachtet, wenn man Schwierigkeiten hat, ne? Also Depressionen zum Beispiel oder Ängste oder sowas. Wie kann man die therapieren, damit man wieder so normal in Anführungszeichen wird? Und die positive Psychologie will denn das Augenmerk eher auf das Gute und noch Bessere lenken und zu gucken, wie können wir das gute Leben, das volle Leben noch voller und noch besser machen. Also was gibt es eigentlich an Dingen, die wir als Menschen so tun können, damit wir ein schönes Leben führen können, mit anderen und eben auch ein sinnerfülltes Leben füllen können. Und da hat man immer mehr Interventionen auch ausgetestet und gebaut und gehen jetzt auch in die Schulen und in die Hochschulen immer mehr, also gerade aus dem amerikanischen Raum. Ich weiß nicht, inwieweit es in Deutschland schon verbreitet ist. Da wird vor allem versucht, das Wohlbefinden zu stärken. Also das ist so eine Art Glücksforschung, ne? So, oder Steigerung des Wohlbefindens. Und was ich da zusammengebaut habe, ist die Suche nach dem Sinn für einen individuell, also dabei unterstützt zu werden, indem man sich schriftlich Gedanken macht und dabei angeleitet wird, was für ein Mensch, was für eine Person, was für ein Leben ich führen will in 3 Jahren. In 3 Jahren, also so typisch am Ende 3 Jahre Bachelorstudium, ne? Zum Beispiel, 3 Jahre ist einfach ein Zeitraum, der noch überschaubar ist, aber schon auch so viel Zeit beinhaltet, um große Dinge anpacken zu können.
Ja, also ganz viel aus der Goal-Setting-Theorie, dann gibt es Darf ich kurz, Siste, weil du gerade innehieltest, was hat das mit dieser, gibt es da Zusammenhänge mit dieser Resilienzforschung? Ja, also Resilienz gehört auch so zu den Bereichen, die in der, wo versucht wird, durch Interventionen in der positiven Psychologie diese zu stärken. Tatsächlich hängt, das ist total lustig, weil einfach ganz viel miteinander zusammenhängt. Also und ich finde eben gerade so diese Suche nach dem Sinn, indem man sich Ziele setzt, indem man guckt, was einen eigentlich wirklich motiviert, führt dann total stark zu ganz anderen positiven Effekten. Und das ist also aus der Goal-Setting-Theorie, also dem Ziele setzen, weiß man eigentlich, dass man sich konkrete, spezifische Ziele setzen muss, damit die erfolgreich werden. Das macht irgendwie auch Sinn. Statt vage sich nur das Beste vor, also nur zu versuchen, das Beste zu erreichen. So, ne? Also das ist so eine ganz klare Erkenntnis, super robust. Man muss spezifische, konkrete Ziele setzen. Aber man hat jetzt in den letzten Jahren halt auch herausgefunden, dass es da einen ziemlich interessanten Spillover-Effekt gibt. Wenn ich mir in einer Lebensdimension konkrete, spezifische Ziele setze, hat das einen positiven Effekt auf ganz andere Lebensdimensionen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich versuchen will, eine bessere Tochter in der Familie zu werden oder ein besserer Ehemann oder so, dann hat das auch Effekte auf mein Studium Ist nicht oder auf wahr. meine Echt? Vereinsaktivitäten. Aha. Und das, glaube ich, lässt, also das ist jetzt natürlich noch nicht aber richtig gut erforscht. Man weiß nicht, warum dem so ist. Also die Gründer dieser Goal-Setting-Theorie sind auch tatsächlich daran beteiligt, herauszufinden, woran das jetzt eigentlich jetzt liegt, ne? Weil die sind jetzt schon 80 und so und merken plötzlich, da gibt es noch einen ganz großen anderen Effekt. Und ich glaube, das erkennt man auch bei zum Beispiel so bei so Hochleistungssportlern. Also Leute, die dann so Leistungssportler, die sich halt sehr starke Ziele im Sport setzen, dass die zum einen im Studium eher recht gut sind und sich auch da dann wiederum ehrgeizige Ziele setzen und viel Motivation mitbringen, als auch später im Beruf. Also es gibt irgendwas, was die Leute in einem Lebensbereich treibt und umso mehr sie etwas haben in ihrem Leben, das sie treibt, umso mehr hat das auch einen positiven Effekt in den anderen Lebensbereichen. Das darauf hindeutet, dass sich irgendwas kognitiv so verändert, dass es auf vieles auswirkt. Du brauchst einen Sinn im Leben. Das ist, glaube ich, erstmal die Quintessenz. Was ist für Und es dich kann der alles Sinn? möglich Was ist sein. der Sinn im Leben? Ja, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ja. Würdest du dem zustimmen? Es gibt, wie hieß er noch? Rupert Ley, der hat damals so ein Buch geschrieben, irgendwie, das heißt auch so vom Sinn des Lebens. Das habe ich mit Begeisterung gefressen. Rupert Ley, der ist jetzt schon sehr, sehr alt, der müsste schon deutlich über 80 sein. Der war Jesuit und Managementberater. Ah Hat ja. irgendwie auch mehrere Sachen studiert. Ich glaube, auch Rhetorik hat er auch gemacht oder so. Und von dem habe ich so ein bisschen den Gedanken übernommen, dass ich würde jetzt eben, ich glaube gerade nicht von dieser Zielsetzung kommen, sondern eher von dem Thema, dass man etwas tut, dass das Tun selber Sinn stiftet. Also im Tun etwas zu tun, also wenn ich Musik spiele, wirkt diese Tätigkeit des Tuns und der Auseinandersetzung mit der Musik wie von selbst irgendwann sinnstiftend. Würdest du dem zustimmen? Ja klar, nur was, also dahinter, also darunter brauchst du aber erstmal ein Fundament, dass du dir überhaupt überlegst, was du eigentlich mit deiner Lebenszeit anfängst oder auch am Tag, was du an diesem Tag eigentlich anfangen wirst. Wir müssen uns irgendwo hinbewegen, erstmal. Wir brauchen irgendeine Richtung, irgendein Ziel brauchen wir, sonst bewegen wir uns nämlich nirgends hin. Und dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, dann ist es nicht das Ziel erreichen. Es geht nicht so sehr um das Ziel erreichen. Und also man hat dann auch gemessen, inwieweit es irgendwie Wohlbefinden stärkt, wenn man das Ziel erreicht. Das ist viel schwächer, als wenn man, als auf dem Weg dahin. Das ist wie wenn du das Abitur gemacht hast. Dann freust du dich an dem Tag, nach 12 oder 13 Jahren, wir noch, freust du dich, dass du jetzt das Abitur gemacht hast, und am nächsten Tag gehst du, nach einer kleinen Pause, gehst du an die Uni und fängst wieder von vorne an und bist der Depp. Gerade warst, dachtest du noch, wärst der King, und am nächsten Tag bist du da wieder der kleine Anfänger. Und deswegen, es ist nicht das Ziel erreichen, sondern es ist auf dem Weg dahin, findet man diese Erfüllung.
Ich denke gerade lustigerweise an unser Studium. Da ist das auch so etwas, also jedenfalls bin ich so gelagert. Ich brauche das Ziel, um mich auf den Weg zu machen. Genau. Aber dann ist das Spannende natürlich das Studium selber. Also wenn man dann den Master dann hat, dann bekommt man die Urkunde zugeschickt, gut, und dann ist fast so eine gewisse Leere nach dem Motto, der Weg ist zu Ende. Ne? Dabei war es das Schöne, den Weg zu gehen. Genau, genau, das ist es, genau. Aber du brauchtest dieses Ziel. Also zum Beispiel, ich habe ja jahrelang versucht, selber mir das anzueignen, was man im Master of Higher Education strukturiert mit Zwischenetappen eingerahmt bekommt. Und genau das habe ich dann gewollt, dieses Einrahmen, dass mir eine Struktur, wie Reinmann und Co. es dann sich zusammengebaut haben für uns, dass ich die bekomme. Und auch wieder in dieser Universitas, in dieser Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden, da vorwärts streben kann Richtung diesem Ziel. Also man könnte, und da sind wir so bei Willenskraft und Motivation, ne? Also das kann man auch alles selber machen, gerade heutzutage mit den technischen Möglichkeiten. Ich habe ja an der Uni, habe ich ja Zugang zu allen wissenschaftlichen Papern, zu allen Online-Kursen, bla bla bla. Aber es ist natürlich viel menschlicher und besser, wenn ich Profis dabei habe, die mir das häppchenweise helfen, Schritt für Schritt, Modul für Modul hin zu diesem Ziel zu kommen. Und natürlich, also zum Beispiel dieser Abschluss, dieses Zertifikat, das wäre dann, glaube ich, mein 4. Hochschulgrad oder sowas, brauche ich eigentlich nicht. Also brauche ich echt nicht, weil habe ich die letzten 8 Jahre nicht gebraucht. Ne? Alle haben mir, also komischerweise teilweise, haben mir alle geglaubt, dass ich irgendwie das total gut kann, was ich mache. Also ich habe nie irgendwie ein Zertifikat zeigen müssen, dass ich dafür jetzt besonders gut ausgebildet bin. Aber ich weiß selber, dass diese Struktur mir es ermöglicht, wirklich besser zu werden. Und nachher wird es halt einfach bescheinigt durch dieses Zertifikat. Aber es ist ein Weg der Entwicklung, ja. Wie sieht deine, du hast ja jetzt, das läuft jetzt auf deine Masterarbeit hinaus, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast eine Goal-Setting-Intervention für Studierende entworfen. Wie sieht dein Forschungssetting da aus? Ha, Design-Based Research natürlich. naja, also inwieweit ich es verstehe und umsetzen kann. Ich habe, wie ich es auch schon in der Projektarbeit gemacht habe, ich habe es vollgestopft mit Messinstrumenten, wahrscheinlich zum völligen Überdruss der Studierenden. Die kriegen 3 verschiedene Befragungen vorgesetzt. In welchem Kontext findet die Befragung statt? Bitte? In welchem Kontext findet die Intervention statt? Das ist einfach ein Kurs aus unserem großen Kursprogramm, den die sich frei wählen können. Wo es mir fast unmöglich wird, eine Kontrollgruppe daraus zu bauen. Das ist schon mal so ein Pferdefuß. Und genau, also die können aus, glaube ich, dieses Semester 70 Veranstaltungen konnten die wählen und haben halt diese Veranstaltung als ein Seminar mit 2 Leistungspunkten gewählt, die sie sich in alle möglichen Studiengänge wieder anrechnen lassen können. Also die kommen aus allen möglichen Studiengängen und kriegen dann dafür 2 Leistungspunkte, wenn sie das absolvieren. Oder sie machen es freiwillig. Ja, und dann hast du eine Intervention gestrickt. Und dann ist es ein Kurs, also es ist halt ein Workshop, allerdings in Form eines online sehr videolastigen Kurses. Also wie man heute so kommerzielle Online-Kurse baut. Das sind mittlerweile, glaube ich, 60 oder 70 so Mini-Videos von 3 bis 6 Minuten Länge. Was ist der Name des Kurses? Was steht da drüber für einen Titel? Ziele setzen für die eigene Lebensvision. Und der ist eingeteilt in Lektionen, ist auf einer also durch Corona dann eigentlich im Blended Learning Format gedacht, dass es eine Präsenzanfangsphase gibt, dann eine Online-Schreibphase und dann eine Präsenzabschlussphase. Das ist halt jetzt nur noch alles in Zoom. Und Kern ist tatsächlich, weil wir es vorhin auch von Schreiben hatten, ist tatsächlich eine Schreibmethode, die aus der Traumatherapie übernommen wurde. Also die wurde ursprünglich entwickelt, um über Traumata, also über Vergangenes zu schreiben. Und dann hat man herausgefunden, dass es den Leuten danach besser geht.
Und dann hat man aber irgendwann mal probiert, wie das ist, wenn man diese gleiche Methode des Schreibens anwendet, um über die eigene Zukunft nachzudenken. Und da hat man lustigerweise herausgefunden, dass es genau die gleichen positiven Effekte hat, ohne die etwas negativen Effekte des über das Traumaschreibens. Und das ist die sogenannte Best Possible Self Intervention. Also das Best nachzudenken und dann eben zu verschriftlichen über das bestmögliche Ich. Also eine Idealvorstellung Gosh, das ist ja schwer. von sich selbst in der Zukunft. Aha. Und das In kann man 3 natürlich, also das kann Jahren. man ganz klein machen, das kann man irgendwie in einer halben Stunde machen, das kann man aber natürlich auch so wie ich in einen Riesenkurs ausbauen. Aber darum rotiert das Ganze, dass man sich überlegt, wie stelle ich mir mein bestmögliches Ich eben in 3 Jahren vor? Was muss ich dafür tun? Was für Hindernisse gibt es? Dann gibt es da die berühmte Implementationsintention oder mentales Kontrastieren. Das sind so Sachen, die Hamburger Psychologen oder New Yorker Psychologen, aber Deutsche, ja, die Frau. Also Gollwitzer zum Beispiel, wie heißt Ich glaube, er? hat die nicht so ein schönes Buch sogar geschrieben über. Ja, also das ist mentales Kontrastieren, dass man sich überlegt, wie wäre es in der Zukunft anders, beziehungsweise also besser als jetzt. Und dann macht man guckt man sich die Implementationsintention an und überlegt sich vor allem Hindernisse dazu. Und das ist halt viel besser und viel stärker, als wenn man sich nur überlegt, wie schön es doch wäre. Ja, hat die nicht ein Buch geschrieben? Ich glaube, das sind 4 Buchstaben, die, an denen sie das durchdekliniert, dieses Verfahren. Kann das Whoop, sein? whoop, Ja, genau. genau, Jetzt kann ich nicht aufstehen und darüber wish laufen zu obstacle lassen. outcome Sag whoop nochmal bitte, ich und hab da reingequatscht. Also sorry, nochmal. genau, whoop ist wish obstacle outcome und p, muss ich gerade mal nachgucken. Genau, das ist, aber das ist halt nichts. Also ich meine, mentales Kontrastieren mit Implementationsintention ist halt ein Titel, der ist ein bisschen krass. Whoop ist halt was Schönes, was man dann auch so als Coach und Trainer ganz schnell einfach übernehmen kann. Ne? Ja. Und dazu hast du ein Set von Videos ge gemacht. Man kann Whoop, also Whoop habe ich zum Beispiel einfach so als Eingangsübung eingesetzt, um warm zu werden. Und die dahinterliegende Forschung ist aber natürlich nicht so, ist halt nicht so eingängig wie Whoop, aber das ist genau das. Man überlegt sich eben, wie die idealere Zukunft sein sollte, und dann überlegt man sich aber auch gescheite Pläne dazu, das zu erreichen, indem man sich vor allem die Hindernisse überlegt, an denen es scheitern könnte, beziehungsweise ja bereits bisher scheiterte. Und das macht das Vorankommen im Leben halt deutlich realistischer. Ich erinnere mich, als ich in dem Buch gelesen habe, dass es genau das ist, ne? Dass man sich auch über Hindernisse im Klaren wird, also wie das berühmte Thema, man will abnehmen. Was macht man, wenn man jetzt eine Süßigkeit im Kühlschrank stehen hat? Dass man sich vorher schon darüber klar wird, wie wird man mit dieser Schwierigkeit umgehen? Dann hat man wesentlich höheren Erfolgsaussichten, damit klarzukommen, als wenn man nur diesen stumpfen Plan hat, ich werde abnehmen. Macht die Kühlschranktür auf und wumms hat man auch diese Süßigkeit gegessen. Genau. Ja. Also sich bewusst auch wieder explizit machen, was eigentlich man wirklich vorhat und was es für realistische Hindernisse gibt und wie man die dann überwinden könnte. Also Pläne dazu machen. Oettingen, also Frau Oettingen und Herr Genau, Frau. Gollwitzer, ist ein Ehepaar mit Sitz in Hamburg oder mit zwei Sitz in Hamburg, also zwei Psychologen, die da, glaube ich, auch 30 Jahre schon dran forschen. So, und Und jetzt. so ist es voll. Also, ne, dann kommen noch, also die Goal-Setting-Theorie, Bewundern von Eigenschaften anderer, das eben auch zu einem positiven State führt, die Broaden-and-Build-Theory von Fredrickson, die so sagt, dass umso optimistischer, hoffnungsvoller und wohlbefindlicher man ist, umso mehr öffnet man sich gegenüber der Welt, umso mehr Chancen sieht man und umso mutiger ist man, die zu ergreifen. Und dann ist das so eine Aufwärtsspirale, die im Leben dazu führt, dass man ja, eben positiv vorankommt in die Richtung, in die man gehen will. Also jetzt hast du die, du sagst, wie viel waren das? 60 Videos?
60, Wahnsinn. So 2-3 Minuten Dinger oder wie muss ich mir das Ja, vorstellen? so zwischen 3 und 6. Also ich Drei und wollte, sechs. ich merke ja selber, wie ich da so konditioniert werde. Vor 10 Jahren war das noch anders, aber ich habe versucht, keines länger als zum Beispiel 6 Minuten zu machen. Also dann hast du solche 60 Stück, die verschiedene Themen, die du gerade so aufgezählt hast, ansprechen, vermitteln. Und dann sagtest du, dazu gibt es dann aber auch noch Übungen. Also da ich was aufschreibe, kriegt man dann Feedback darauf oder wie sieht das aus? Nee, das ist genau, also man schreibt auf, aber man kriegt kein Feedback dazu, weil das ja höchst persönliche Gedanken im Kopf sind, die man dann durch dieses expressiven Schreiben verschriftlicht. Und das sind immer Aufgaben, das sind so Aufgabenblätter, die können Sie sich runterladen, das können Sie aber auch auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann machen Sie sich selber Gedanken dazu. Die ganze Idee dahinter ist eigentlich, dass du ein ernsthaftes Gespräch mit dir selber führst. Wie wenn du mit einer guten Freundin oder einem guten Freund in eine Kneipe gehst und dich da hinsetzt und du redest über wirklich wichtige Fragen in deinem Leben. Und das machst du aber jetzt nicht mit einer anderen Person, sondern das machst du mit dir selber, indem du diese ganzen wirren Gedanken, die immer wieder im Kopf sind und ganz oft auch kreisen und dich oft auch belästigen, dass du die rauslässt aus dem Hirn und niederschreibst. Ganz roh, ganz hässlich, aber du schreibst sie nieder. Und wenn du das machst, ist zum einen die Chance sehr hoch, dass dein Hirn dadurch deutlich mehr Frieden findet. Das ist also wie bei dieser Getting Things Done Methode, ne? Dass man einfach seine To-Dos einfach mal niederschreibt. Damit sie aus dem Kopf So, raus sind und kognitiv man genau, wieder genau. frei ist, ja? Weil unser Kopf ist super für Kreatives, aber ganz schlecht, um wirklich, also zum einen, um sich überhaupt zu erinnern. Also dafür ist es ziemlich schlecht, weil das Erinnern eine ganz andere Funktion hat als sich objektiv an was zu erinnern. So. Also dafür ist das Hirn einfach nicht gemacht. Das Hirn ist dafür da, Zukunftspläne zu schmieden und kreative Ideen zu entwickeln. Aber dann brauchst du irgendwann diese zivilisatorische Errungenschaft des Niederschreibens, um diese Gedanken zu ordnen und rauszubekommen aus diesem Chaosgefäß Kopf und aufs Papier zu bekommen. Und dann kannst du heutzutage das natürlich noch, wenn du willst, zigmal umordnen in gescheite Unterparagraphen und dann hast du nachher vielleicht auch einen Blogartikel, ne? Aber auf jeden Fall musst du es niederschreiben, um Ordnung reinzubekommen. Und man hat einfach gemerkt, dass allein dieses Niederschreiben dann diese positiven Effekte hat. Positive Effekte, die zum Beispiel auch durch die Goal-Setting-Theorie bestätigt wurden. Also man hat in diesen Interventionen, die ich so als Ideengeber genutzt habe, hat man die Leute ganz kurz, nur 2, 3 Stunden lang diese Sachen machen lassen, niederschreiben lassen. Und dann hat man halt geguckt nachher, wie performen die nach 1 bzw. 2 Jahren in der Uni. Also die haben über ihre Familie geredet, über ihre Hobbys, über ihre Freunde, über ihr Studium und so weiter, ne? Und über alles Mögliche an Lebensdimensionen. Und das haben sie irgendwie ein paar Stunden gemacht und dann haben es viele sogar wieder vergessen, dass sie es gemacht haben. Und da hat man aber geguckt nach 1 oder 2 Jahren, wie viele Leistungspunkte erwerben die im Schnitt im Verhältnis zur Kontrollgruppe, die diese Intervention nicht gemacht hat? Und wie ist die Studienverbleibsrate unter diesen beiden Gruppen? Und da hat man festgestellt, dass im Schnitt diese Leute zu 20% produktiver wurden. Also die diese Intervention, diese paar Stunden darüber über die eigenen Lebensziele nachdenken, hatten 20% mehr Credit Points. Und sie hatten auch etwa 20% höhere Studienverbleibsrate. Gibt's eine Erklärung dafür? Das muss eigentlich dieser Spillover-Effekt sein. Jetzt muss man gucken, wer hat davon mehr profitiert als andere. Und dann gehen wir raus aus dem Individuum, sondern teilen diese Menschen in Gruppen ein. Und dann haben wir in der westlichen Welt, spätestens seit den 80er Jahren, können wir den Studierendenkörper in 4 Gruppen einteilen, nämlich in männlich und weiblich und in mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Mädels performen besser als Jungs und Menschen ohne Migrationshintergrund performen besser als mit Migrationshintergrund. Und dann hast du so eine Hierarchie, dass Mädels ohne Migrationshintergrund ganz oben sind und Jungs mit Migrationshintergrund ganz unten. Unten und oben bedeutet Erfolg im Studium in Form von Noten, erworbenen Leistungspunkten dann, wenn man das noch als Maßstab ansieht, und eben vor allem Studienverbleibsrate.
Also Leute, die sich nicht zugehörig fühlen, die denken, sie passen da irgendwie nicht rein, aus verschiedenen Gründen, sozial, fachlich, von der Intelligenz her, dass die dann raushüpfen und entweder was anderes studieren oder ganz aus der Hochschule gehen. Und den größten Effekt haben Jungs mit Migrationshintergrund. Die jetzt wirst du bestimmt erklären, warum. Ja, man weiß nicht so genau, warum. Nee, das ist ein bisschen blöd. Man weiß noch nicht so genau, warum. Es gibt so ein paar Theorien dahinter, aber die sind halt einfach noch nicht belegt. Man kann sich jetzt ja überlegen, warum performen Mädels besser als Jungs. Übrigens, was oft ja in den Debatten überhaupt nicht thematisiert wird, ne? Das ist eigentlich eher, also wenn man sich die Verteilung anschaut, dann haben ja eher, hatte eher eine Gruppe von Jungs ein Problem, um die man sich kümmern sollte. Weil die dann teilweise einfach komplett aus dem System rausfliegen. Und da gibt's jetzt ein paar Theorien. Zum Beispiel, dass Mädels einfach eher die Dinge machen, die man ihnen sagt. Und okay. Eine Gesellschaft, die so aufgebaut ist, das ist gut für dich, mach das bitte. Und im Schnitt machen die das dann eher, dann werden die natürlich auch belohnt im System. Als wenn jemand sagt, nee, warum soll ich das tun? Sehe ich nicht ein, ich habe was Besseres zu tun. Warum? Ja? Und niemand erklärt es ihnen eigentlich wirklich so gescheit, warum? Warum musst du jetzt still sitzen? Warum musst du das jetzt lernen? Warum? Wenn du sowas erzählst, da sperrt sich ja gleich in mir innerlich, weil das so... Ja? Plakativ ist, aber es mag ein Ausdruck sein, wie kulturell in unserer Geschichte, wie wir sozial uns gegenseitig erzogen haben und kontrollieren, dass das zu solchen Effekten dann kommt, ja. Ja, also in der Adoleszenz, im Kindesalter, in der Adoleszenz sind Jungs einfach rebellischer, widerspenstiger als Mädels. Und unsere Gesellschaften sind, das siehst du auch in der Kriminalität, ne? Also viel mehr Jungs sind viel krimineller als Mädels und das legt sich dann aber mit der Zeit, weil die Gesellschaft das einfach einnordet, sagen wir mal. So. Also die Delinquenz ist besonders hoch zwischen so 14, 13, 14, 15, schon auch sehr, sehr viele Mädels, ne? Aber die sind schneller dann eingenordet als die Jungs, statistisch immer, ne? Es gibt natürlich ganz viele Jungs, die sind nie delinquent, es gibt ein paar Jungs, die sind total delinquent und fallen dann auch komplett aus dem Raster und das sind dann vor allem auch die Gesellschaft nicht einordnet und die hast du dann auch die ganze Zeit als Problemverursacher. Und dann hast du natürlich Migrationshintergrund noch drin und das ist einfach so wahrscheinlich eben dieses Zugehörigkeitsgefühl, ich gehöre da nicht hin. Und dann macht es nochmal einen Unterschied, und deswegen ist auch interessant zu gucken, wie viele Credit Points man erwirbt. Denn es macht natürlich nochmal einen Unterschied, probiere ich die Prüfung und versuch's halt. Oder versuche ich es erst gar nicht. Und dieser Mangel an Verbundenheit zu so einer Institution oder zu so einer Gruppe führt oft dazu, dass man sagt, ich probiere es erst gar nicht. Und es nicht zu probieren ist natürlich tödlich. Das bedeutet, ich bin raus. Es dann doch mal zu probieren und meinetwegen eine 4 zu bekommen, ne? Oder halt irgendwie die ersten Examen sind total schlecht, aber man hat es wenigstens probiert und nur durch das Probieren, wissen wir ja, reift man und wächst und kann es wieder probieren, kriegt man noch die Rolle. Und das könnte auch so eine weitere Erklärung sein. Also, dass man diesen Spillover-Effekt hat. Die Leute, gerade Jungs, merken plötzlich, warum sie eigentlich all dieses, oder überlegen sich, einmal in Ruhe, warum sie eigentlich alles tun und was sie eigentlich tun wollen, für welches Ziel, für welchen Sinn. Und das hat dann diesen Spillover-Effekt. Und das ist ziemlich mächtig, weil wir nämlich ziemlich wenig Interventionen haben, die dauerhaft und vor allem kostengünstig funktionieren, um Studienabbruch zu reduzieren. Ja. Wir haben kaum Handhabe, gerade bei solchen Minderheitengruppen. Haben wir eigentlich kaum Interventionen, von denen wir wissen, dass die gescheit funktionieren. Jetzt ist die Intervention, die ist jetzt auch noch nicht so gut erforscht. Deswegen wäre ich da immer noch skeptisch, ob das wirklich immer wieder so gut funktioniert. Vor allem, weil wir nicht wissen, woran es genau liegt, dass es funktioniert. Wir haben nur so Ahnungen, dass es eben diesen Spillover-Effekt gibt. Aber die Ergebnisse, die da mindestens dreimal an verschiedenen Unis
gezeigt wurden, sind natürlich schon bombastisch, weil man nämlich dann in dieser Gruppe dieser untersten Gruppe, die am Studienabbruch wahrscheinlichsten war, da hast du zu meinen, glaube ich, da sind es, glaube ich, sogar 40% oder so, die dann drin blieben. Und vor allem haben die untersten, also die eigentlich am statistisch am schwächsten Leistung bringenden Jungs mit Migrationshintergrund, schließen nach einem spätestens 2 Jahren auf zu den Mädels ohne Migrationshintergrund. Da wird irgendwas entfesselt in denen. Irgendwas durch diese blöden 2, 3 Stunden mal sich hinsetzen und über das eigene Leben nachdenken. Irgendwas wird in dieser Gruppe entfesselt, was dazu führt, dass die richtig abgehen in Leistung. Das ist ja krass. Das ist total krass. Ja. Nur es ist halt, es sind kleine Gruppen. Also das heißt, ne, so klein sind die Gruppen gar nicht. Aber also teilweise, man hat es an ganzen Kohorten auch gemacht. Aber es ist natürlich noch nicht so ganz robust. Man hat es einfach nicht, ich finde, man hat es noch nicht so oft gescheit kontrolliert. Oder wiederholt, sagen wir mal so. Ja, das klingt ja total spannend. Gibt es einen Zusammenhang, wer bereit ist, so eine Goal-Setting-Intervention mitzumachen? Das glaube ich, spielt das auch eine Rolle. Also ich könnte mir vorstellen, dass meine Informatikstudierenden erstmal nicht so aufgeschlossen sind, sich damit zu befassen, weil es ja auch, wenn es so eine Schreibübung dazu gibt, würde ich vermuten, es ist völlig, ich weiß gar nicht, ob ich einen guten Beleg dafür habe, es ist gerade nur so ein Bauchgefühl, würde ich vermuten, hätten die weniger Interesse daran, als wenn ich Lehramtsstudierende nehme. Ja. Gibt es da auch noch so eine Bedingtheit? Ja, weiß ich nicht und kenne ich auch nicht aus der Forschung jetzt konkret zu diesen Interventionen. Man hat es einfach eingebaut in ganze Kohorten. Also man muss es einfach in einer Einführungsveranstaltung, müssen es einfach alle machen. Und es ist relativ kurz. Und dann haben manche natürlich auch ganz, ganz wenig geschrieben und manche haben ganz viel geschrieben. Und jetzt würden natürlich eher die Leute, die halt sowieso, die zum Beispiel gerne Tagebuch schreiben und so, die finden das sicher super und die schreiben dann gern was, während andere viel weniger schreiben. Und dann hat man noch einen Zusammenhang herausgefunden zwischen der Menge an Geschriebenem, nämlich umso mehr man schreibt, umso höher ist der Effekt. Also alle Studis, die uns zuhören. Ja, genau, aber kleiner, aber schon wenig darüber schreiben und wenig nachdenken hat auch schon bereits einen Effekt. Das ist das Coole dran. Mhm. Deswegen, das ganze Ding ist skalierbar und sehr, sehr, sehr kostengünstig. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, weil das diesen ganz, was ganz tief Menschliches betrifft. Warum bin ich hier? Was will ich eigentlich machen in meiner Lebenszeit? Ja. Wenn man das trifft und die Leute dabei unterstützt, drüber mal nachzudenken, indem man sie teilweise eben dazu zwingt. Ne? Die sind jetzt einfach gezwungen, sich hinzusetzen und drüber zu schreiben. Vielleicht ist es nicht viel, vielleicht ist es auch nicht besonders toll, aber alle wurden mal gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen. Dann gibt es diese Effekte. Ich erinnere mich gerade, ich hatte an einer Fortbildungsveranstaltung an meiner Hochschule teilgenommen. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Da wurde ein schwedischer Coach eingeladen, der unterrichtet hat an so einer schwedischen Krisenschule. Das war ein Projekt, das ist wohl auch, man kann dazu auch auf YouTube einiges an Material finden. Und er hat eben erzählt, wie er mit dieser sehr, ne, das ist eine Schule, wo du als Lehrer in die Klasse kommst, da ist nur Lärm, du wirst beschimpft und also so recht üble Zustände müssen da herrschen. Und er hat erzählt, wie er damit umgegangen ist. Er hat gesagt, ich habe mich da einfach hingestellt, geschwiegen und auf gar nichts reagiert. Und erst wenn die Möglichkeit war, dass irgendwie ein Gespräch losgehen konnte, war seine Frage eigentlich, warum seid ihr hier? Und er kam auch dann mit dieser Frage, die nächste war sofort diese Sinnfrage und wo wollt ihr hinkommen? Das fand ich auch interessant, dass er damit das Eis geknackt hat. Also das muss ein Prozess sein, der auch für so eine Person sehr schmerzhaft ist, das lange auszuhalten. Aber die Schüler dann irgendwann dazu kamen, das Gespräch dazu zu suchen. Und das hat sich darauf ausgewirkt, dass sie erst damit die Grundlage geschaffen haben, sich wieder den normalen Fächern zuwenden zu können. Und dieses Modellprojekt muss sehr erfolgreich gewesen sein. Cool. Ja, das geht sicherlich in dieselbe Richtung. Ja, so eine ähnliche Stoßrichtung. Ja. Lass uns mal kommen. Ja, sag, du möchtest was sagen? Wahrscheinlich ist es die intrinsische Motivation, die man einfach richtig, also die man einfach, also wo man unter, die man individuell treffen muss. Das ist, also, ne?
Das kommt aus der Goal-Setting-Theorie, aber das gilt eben für das ganze Leben. Man muss rausfinden, was einen selber begeistert und warum man Dinge tut. Und das kann zig Gründe haben, aber wenn man das rausfindet, dann kann man sein Leben mit Sinn füllen und die Tätigkeiten wählen, die man eben wirklich wählen will. Und das ist der stärkste Treiber. Und der hat lustigerweise eben auch noch diesen Spillover-Effekt, dass es auch in anderen Dimensionen deines Lebens dann aufwärts geht oder davon profitiert. Weil man einfach, zum Beispiel auch, weil man, also ich glaube auch, weil man seine Willensstärke trainiert, das weiß man ja mittlerweile auch, also Selbstregulation kann man trainieren. Was ziemlich cool ist, vielleicht das noch zum Schluss, weil also wenn man, also Lebenserfolg, wenn man den misst, oder auch Berufserfolg, wenn man den misst, gibt es zwei Faktoren unter sehr, sehr vielen, die den größten Anteil haben. Das ist zum einen Intelligenz. Und zum anderen so, also Gewissenhaftigkeit oder wenn man die Unteraspekte eben anguckt, sowas wie Selbstkontrolle, Disziplin, Willensstärke. Diese Faktoren sind nicht total ausschlaggebend. Es kommen noch zig andere Faktoren jedes Mal dazu, ne? Also natürlich auch unfaire Faktoren wie, wo wurdest du reingeboren und wen kennst du und so. Aber so die aus den vielen Faktoren, die es gibt für Erfolg, sind Intelligenz und sowas wie Gewissenhaftigkeit, Selbstkontrolle die zwei größten. Und das Problem ist halt, Intelligenz ist zum einen angeboren und zum anderen nach ein paar Jahren kannst du da nicht mehr viel dran rumschrauben in deinem Leben. Das hast du dann einfach so. Zumindest auch hier kennen wir einfach keine Interventionen, die das irgendwie stärken würden. Und das andere aber schon, Selbstkontrolle, Gewissenhaftigkeit kann man sein ganzes Leben lang trainieren wie ein Muskel. Und was du meintest mit deinem Beispiel im Kühlschrank, ist genau sowas. Also man kann so triviale Sachen wie zum Beispiel das Schokoladenstück oder die Bierflasche im Kühlschrank oder die man sich neben sich stellt und in Versuchung sich absichtlich begibt, aber sie dann doch nicht antastet. Das ist zum Beispiel so, das wäre so ein Mini-Training, die Willensstärke zu stärken. Und umso mehr ich intrinsisch natürlich motiviert bin an einer Sache, an einem Ziel und da auch schon allein aus Eigenfreude und Lust und so motiviert bin und da immer die Willensstärke aufbringe, umso mehr hat das anscheinend einen Effekt auf andere Bereiche dann. Also wenn ich für einige Dinge Willensstärke aufbringe, hat das auch einen Effekt auf meine Willensstärke für andere Dinge. Würde auch so ein bisschen erklären, warum unser Studiengang, den wir in Hamburg gemacht haben, wenn wir uns da so treffen, wir uns als Kommilitonen sehen, wir sind, die ich glaube, ich würde unterstellen, fast alle sind da intrinsisch motiviert und fangen andere oder machen dieses Studium, weil sie eine Ausrichtung in ihrem Leben bewusst angehen, als wenn ich Studienanfänger bin, wo man ja auch, das ist ja auch durchaus legitim. Man muss sich ja erstmal kennenlernen, selbst erforschen, wo man einfach mal loslegt, weil man glaubt, vielleicht könnte dieses Studium passen. Ja. Das macht auch was aus. Wie bist du eigentlich forschungsmäßig an dieses Thema jetzt rangegangen im Rahmen des Studiums? Weil du sagst, machst ja Masterarbeit dazu. Ja, ich guck mir diese ganzen psychologischen Theorien und Modelle an und lese mich da ein und habe ja existierende Interventionen mit deren Ergebnissen. Und gucke aber eben auch die, und guck, also hab die dekonstruiert und habe eben geguckt, welche Grundlagen dahinter stehen. Und die habe ich mir alle eben reingefressen an Studien. Das heißt, bei dir gibt es auch so eine Phase, wo du sagst, du guckst dir die ganzen Theorien an, dekonstruierst die und setzt daraus was Neues für dich zusammen. Konkret in einem Produkt, also in einem Lehrprodukt, genau, ja. Und was ist deine ursprüngliche, man hat ja immer eine Fragestellung am Anfang, was ist die ursprüngliche Fragestellung? Ja, ich möchte vor allem replizieren, was diese anderen Interventionen eben auch schon erreicht haben und gucken, ob das bei mir auch passiert. Meine jetzt ganz konkrete Fragestellung in diesem Format ist, ob es zum einen die Employability fördert, also die Beschäftigungsfähigkeit. Dazu haben wir auch einen Fragebogen eingesetzt, einen validierten. Und zum anderen ganz klassisch die Selbstwirksamkeitserwartung. Das könntest du jetzt, also Selbstvertrauen, stärkt es das Selbstvertrauen derjenigen, die daran teilgenommen haben. Auch dazu werden sie befragt. Okay, hast du diese Untersuchung schon durchgeführt? Kennst du schon die Ergebnisse? Nein, Noch das läuft nicht? gerade noch aktuell. Und so vom Design her ist natürlich, also war es einfach auch mein persönlicher Versuch, kann ich
solche Online-Kurse bauen, selber bauen. Und was muss ich dazu alles können? Also diese ganze Technik, vom Video mich nicht zu schämen und halt trotzdem einfach dieses Video aufzunehmen, zu gucken, ob die Studierenden das Video akzeptieren, die Qualität davon zu erhöhen, das Ganze einzuteilen in Lektionen, das auf einer Moodle-Plattform zu realisieren, die Leute zum Dranbleiben zu motivieren, die ganzen technischen Schwierigkeiten zu überwinden, den Zeitaspekt zu berücksichtigen und so weiter, das gehört also alles so zu diesem Design dieses Formats dazu. Ja, weil wir auch anfangs davon gesprochen haben und ja selber gerade einen Podcast machen, warum das Video und nicht das Audioformat? Weil es wäre ja fast naheliegend, bei diesem Thema zu sagen, es ist so wichtig, dass unterschwellig bei jeder Gelegenheit, also auch in der U-Bahn oder was weiß ich wo oder draußen, wenn man gerade spazieren geht, sich deine Sachen anhören zu können. Oder gibt es einen guten Grund, warum du sagst, Video war mir als Gestaltungsmittel, hat bestimmte Komponenten, von denen ich Gebrauch machen möchte? Man könnte diese Intervention auch einfach nur textbasiert als Online-Kurs ablaufen lassen, oder man könnte es sogar in Buchform oder in Arbeitsheftform den Studierenden zur Verfügung stellen. Das war auch eine ursprüngliche Idee von mir. Ich druck denen ein Arbeitsheft aus, das lesen sie durch und schreiben, kritzeln dann immer in ihr Arbeitsheft rein. Das ist dann schön elegant, weil dann haben sie dieses sehr individuelle, sich über Sinn des Lebens Gedanken macht, Büchlein für sich. Und dann denken wir zurück, dass die Idee eigentlich ist, dass man ein ernsthaftes Gespräch mit sich selber führt. Das heißt, da will man Ruhe haben und braucht einen ruhigen Ort, an dem man da sich viele Minuten, wenn nicht sogar mal eine Stunde am Stück, wirklich nur auf sich selber konzentrieren kann. Das heißt, in der U-Bahn oder so würde ich das auf keinen Fall machen. Jetzt, warum Videos? Ich würde weiterhin sagen, das ist eigentlich ein Luxusaspekt. Und mir war auch völlig unklar, ob die vielleicht auch einfach blöd finden, ne? Weil ich selber jetzt auch kein Profi darin bin. Deswegen habe ich denen dann auch immer so ein Transkript noch dabei gestellt, so als PDF. Also sie konnten es nur lesen, sie konnten es aber auch anhören oder angucken. Und was ich bisher an Rückmeldungen habe, war, das fanden die das eigentlich durch die Bank gut, dass sie ein Video mit mir als Lehrperson die ganze Zeit begleitend hatten. Und das finde ich interessant, erstmal nur, weil das bedeutet, die finden es anscheinend ganz nett, wenn es dann einen Menschen gibt, der sie auf diesem Lernprozess einfach die ganze Zeit begleitet, ihnen Sachen in Häppchen erklärt, sie ermutigt auch, ne, das ist natürlich alles, ist nicht, also ist halt alles konserviert. Also sie gucken sich ein Video an, wo ich sie einfach nur neutral ermutige. Aber es gibt da diesen Gewöhnungseffekt, wie du auch gemeint hast bei so Podcasts, wenn die Leute, wenn du dann Podcasts öfters oder länger mal hörst, ne, du gewöhnst dich ja auch an diese Leute. Und dann fühlst du dich irgendwie, ja, zugehöriger und aufgehobener und du weißt auch, was dich erwartet und so. Es ist weniger trocken. Ich weiß nicht, wie groß dieser Effekt ist, für diesen Aufwand, jetzt 60 Videos zu produzieren, aber ich glaube, es hilft anscheinend, oder nee, eigentlich haben ja die Studierenden auch gesagt, es hilft ihnen, dass sie diese Videos dabei haben, obwohl ich sagen würde, sie bräuchten es eigentlich nicht. Wiefern war Design-Based Research für dich wesentlich? Jetzt für diese Intervention? Ja, genau. Also ich habe da schon Oder gelernt, für die jemandem was Masterarbeit gesch. musst du ja nicht DBR machen, wenn du nicht möchtest, ne? Nee, Gott sei Dank, genau. Aber freiwillig versuche ich es trotzdem reinzubringen, weil das bisher mein ehrgeizigstes Projekt war und ich das jetzt auch schon im nächsten Semester wieder anbieten werde. Und dieses Zyklische ist natürlich hochinteressant. Also ein paar Sachen weiß ich jetzt ja schon, die haben nicht gut funktioniert. Und das wären dann die Stufen für den nächsten Zyklus. Und dann pumpe ich das eben voll mit verschiedenen Messmöglichkeiten. Eine übrigens, vielleicht um da nochmal kurz auf Feedback und Evaluation zurückzukommen. Was wir im Career Service machen und echt sehr zufrieden darüber sind, ist, dass unsere Prüfungsleistung eine Reflexion über die Lernerfahrung ist. Die müssen 3 Seiten schriftlich schreiben, was sie so aus diesem Seminar mitgenommen haben oder was das für sie so bedeutete. Jetzt ist das natürlich kein Evaluationsinstrument, weil sie werden dafür bewertet für diese Reflexion. Wobei wir natürlich nicht den Inhalt bewerten, sondern die Tiefe der Reflexion. Aber es ist natürlich, also ganz klar, es ist kein objektives Evaluationsinstrument, weil sie durch diese Reflexion Punkte erwerben wollen. Aber dennoch hindert die ja nicht daran, wirklich sehr detailliert drüber zu schreiben, was
diese Intervention mit ihnen gemacht hat. Mhm. Und dann hast du da 20 solche drei Seiter und kriegst dann natürlich ein ziemlich gutes Gefühl, was das bei denen alles ausgelöst hat oder woran sie hängen blieben oder was oft welcher Teil deiner Intervention anscheinend eine Bedeutung hatte. Mhm. Und das ist zum Beispiel eines dieser Instrumente, das ich natürlich auch für dieses Format verwende. Aber das nur so als Hinweis, weil also damit, wenn es geklappt hat und so, ist es auch ziemlich schön, dieses Feedback zu lesen. Oder es ist kein Feedback, ne? Es ist kein Feedback, sondern es ist einfach nur eine Überlegung der Studierenden, was hat dieses Lehrformat mit mir gemacht. Und das zu lesen nach so 3 Monate später, wie die jetzt dazu stehen heute, also nach ein paar Wochen oder Monaten, ist ziemlich cool für dich als Designer dieser Formate. Das glaube ich, wo du das gerade so sagst, das ist irgendwie, du gestaltest und kriegst, ja, wie gesagt, du kriegst ja, sagst du ja selber, es ist zwar kein Feedback zu dir als deiner Lehrperson, aber irgendwie ein, wie wurde mit deiner Gestaltungsintervention umgegangen, ja, ne? Genau. Und was ist, ja, da, hat sich dabei entwickelt, dass er ja eigentlich, genau. Ja. Ist ja jetzt mal in Bezug auf eine gestaltungsbasierte Herangehensweise eigentlich eine sehr schöne Form, darüber dann selber wieder zu reflektieren und das gespiegelt zu bekommen. Im DBR-Projekt, wo wir das ja dann eben in unserem Studiengang Master of Higher Education machen mussten, habe ich das ja auch eingesetzt als Prüfungsleistung. Da mussten sie sogar 10 Seiten schreiben, worüber sie natürlich mussten nicht andere begeistert für dich waren. Leiden. Da mussten sie leiden, aber da kam natürlich qualitativ Zeug, also da kamen natürlich qualitative Daten an, die waren höchst wertvoll für mich. Mhm. Weil die dann Sachen gesagt haben, die sie in der Evaluation oder auch in der mündlichen Evaluation nie gesagt haben. Weil sie danach, die haben dann halt nach ein paar Wochen nochmal reflektiert, wir haben die so wie deine Studiobühne, also mit einem Praxispartner oder mit einem echten Praxisprojekt an dem Versuch, sich zu versuchen, ne, sowas hatten wir auch, mhm, dass die sich ausprobieren mit dem, was sie jetzt bisher können, in real life ein Problem lösen. Mhm. Und dann haben die nachher halt also wirklich tiefgründig drüber nachgedacht, ja, diesmal war das jetzt irgendwie doof, diesmal haben wir es nicht gut hingekriegt, aber jetzt weiß ich, woran es lag. Und nächstes Mal weiß ich, dass ich die und die Punkte verbessern. Oder ich weiß überhaupt, dass ich mich in dem Bereich verbessern will und so. Und sowas kriegst du in so einer Evaluation nie hin. Aber wenn die das niederschreiben, diesen Gedanken, dann steht er da plötzlich bei 2, 3 Leuten. Ja, das also ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, dass man mal thematisiert, was hat eine Veranstaltung mit dir gemacht? Und genau. Wie hättest du anders da umgehen können? Also es kann sich ja auf ein ganz anderes Fach auch beziehen. Also was weiß ich lerne gerade Mathematik oder sowas im Studium. Und nicht immer die Veranstaltung selber aus der Metaebene, sondern sich eingebettet als Selbstbeteiligter wahrzunehmen und da zu analysieren. Und das als Lehrender zu lesen, das ist, glaube ich, wirklich sehr spannend. Da kriegt man mehr etwas mit von den Prozessen, die auch bei den Studierenden gerade greifen. Und man kann erahnen, ob das verfängt, was man vorhatte oder eben nicht. Genau, wir hatten halt den Luxus, dass wir daraus unsere Prüfungsleistung schneidern konnten. Wir fragen aber in unserer Evaluation auch ab, einfach zumal, also eine sehr schöne Frage, die wir dann auch mal wissenschaftlich ausgewertet haben durch eine Wirkungsanalyse ist, welches war die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus diesem Seminar mitnehmen? Und auch sowas zum Beispiel sorgt schon dafür, und auch da kann man schon gucken, was für Effekte hatte dieses Seminar möglicherweise, mehr als nur die Zufriedenheit abzufragen. Sehr schöne Idee. Es gefällt mir viel besser als irgendwelche Evaluationen, um da wieder den Bogen zu ja, spannen. Weil genau, das Problem ist, es geht in Hochschulen einfacher ist zu messen die Zufriedenheit. Der direkte Effekt, ne, war, fandest du das jetzt irgendwie gut? Fandest du das jetzt irgendwie so lehrreich, so nebulös? Wichtiger ist natürlich zu gucken, was für einen Effekt hat, also was für eine Wirkung hat das wirklich nachher. Und das ist bei unserem Thema total schwer, weil wir wollen, unser Effekt ist ja nicht, wir wollen ja nicht gucken, hast du jetzt A und B konkret gelernt, sondern bist du nachher fähig im Berufsleben Erfolg zu haben. So. Mhm. Das heißt, wir können da nur Annäherungsgeschichten bauen, aber wir kriegen natürlich gewisse, wir können schon durch solche Fragen, ne, was war der wichtigste Effekt, was war die wichtigste Erkenntnis, kannst du natürlich so gewisse Annäherungen hinbekommen, was hat das bei denen so ausgelöst. Mhm. Und dann kannst du es verbinden mit Modellen und Theorien aus der Forschung, von denen wir wissen, dass bestimmte Elemente zu Erfolg führen.
Ich werde unsere Episode nochmal anhören, du. Das muss ich, das brauche ich zur Selbstreflexion nochmal. Jan, ich glaube, ist auch ein guter Punkt, jetzt einen Schlusspunkt zu setzen. Oder gibt es noch etwas, was dir gerade so durch den Kopf geht? An was schraubst du denn gerade rum, was dir am wichtigsten ist? Was meinst du, was mir am wichtigsten ist? Also, was dich so am glücklichsten, am sinnerfüllendsten gerade macht. Was mich am... das ist eine gute Frage. Ich habe dir erzählt, dass ich jetzt noch an dieses Studium eine zweite Promotion anschließe. Und da merke ich, das ist etwas, was mich richtig flasht und finde ich geil wieder, weil es vielleicht diese Geschichte ist, die wir eben hatten. Damit habe ich jetzt wieder ein Ziel, aber das Weg ist das Geile, sich wieder dadurch einen Fokus zu haben, warum ich bestimmte Papiere jetzt lese, Artikel lese, welche Gedanken ich mir mache, versuche selber die aufzuschreiben. Und das erlebe ich als, und das eben eingebettet in meinen Beruf, also mein Thema ist Wissenschaftsdidaktik in Bezug auf Fachhochschulen. Und das ist so eine Querbefruchtung dazu. Also es hat mit meinem Alltag zu tun. Und das, das flasht mich gut. Und das gibt mir, glaube ich, sehr viel Sinn gerade. Cool. Das ist jedenfalls für mich, ich weiß nicht, wie es für dich jetzt ist mit diesem Studium, aber ich bin ja ein bisschen älter als du. Und wenn man schon so lange in der Lehre ist, ist das ja auch so eine Frage, irgendwann so ein Sinnelement. Warum mache ich das Ganze oder wo ist der neue Impuls? Man macht das dann schon viele Jahre und irgendwie man experimentiert oder ich experimentiere zwar viel rum, aber wo ist die Struktur, wo ist das Ausrichtende, wo ist das Wissen, was ich will ja nicht irgendwie so Hobbyküchenpsychologie machen im Lehrsaal, in der Lehrveranstaltung. Und ich glaube, da ist das so. Das Studium auch wieder und jetzt Promotionsweite, so ein Weg, sich auszurichten und Sinnstiftung zu betreiben. Ja. Ja. Ich versuche immer tiefer gehen zu können. Was meinst also du? Grad, also, du kannst ja, also so ein Career Service kannst du auch machen, ne? Bewerbungstechnik machen wir ja auch, ne? Aber Bewerbungstraining und bis hin zu irgendwelchen Dinner-Etikette oder bla oder Assessment Center Training und sowas, ne, ist auch alles wichtig, aber da sind wir noch nicht so tief, noch bei weitem nicht. Mhm. Also du kannst, und auch so bei den Hard Skills und sowas, du kannst natürlich erstmal so die Sachen, die so oberflächlich relevant sind und das tatsächlich auch sind, kannst du natürlich und musst du auch trainieren. Ja. Aber immer die Frage, warum und was steckt dahinter und was ist eigentlich tiefer liegend? Und was ist zum Beispiel tiefer liegend an diesem Studium, ist halt, und was will ich damit eigentlich nachher erreichen, ist halt so eine Sache, wo ich zum Beispiel Sinn draus schöpfe, dass ich denke, da können wir den Studierenden viel helfen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, darüber selber nachzudenken. Mhm. Was im Extremfall dazu führt, dass sie das Studium abbrechen und was einen anderen Weg wählen, aber viel öfter ist es so, dass sie gestärkt sind, weil es gab ja schon gute Gründe, warum sie überhaupt dieses Studium beginnen. Und gestärkt sind und viel mehr auch begreifen, bis hin zu einzelnen Veranstaltungen, die sie bisher blöd fanden oder langweilig fanden, warum das, also wo der tiefgründigere Sinn dahinter steckt für ihr Leben, aber auch warum die Designer dieses Studiengangs sich zum Beispiel entsprechend Gedanken gemacht haben und das auch Sinn ergibt. Und warum das verknüpft ist mit ihrem Leben dann, wenn sie in diese Statistik 1 Vorlesung gehen, ne, von denen sie denken, ja, das ist doch alles viel zu abstrakt. Aber erhöht es doch die Chance, dass wenn man für sich selber einen klareren Sinn hat, dass man dann auch leichter die Verknüpfung zu bestimmten Teilaspekten hinbekommt. Mhm. Ich glaube, was bei mir auch noch eine Rolle spielt, ist, dass ich manchmal auch toleriere, dass es einen handwerklichen Aspekt gibt, der von selber in der handwerklichen Ausführung seine Sinnhaftigkeit bekommen wird, was ich vorhin auch schon mal so erwähnte. Also nehmen wir mal gerade, als wir bei Carla Bohndick dieses Systematic Review hatten, ne, diese Veranstaltung. Da gibt es ja ein, also wenn man da anfängt, systematisch Literatur aufzuarbeiten, erstmal eine Datenbank zu befragen, nach bestimmten Kriterien raussucht, dann die Sachen sichtet, dann anfängt, da tiefer einzusteigen, Material, also Daten im Grunde da rauszuziehen, die zu analysieren, die in Raster zu packen, was weiß ich da alles. Das ist erstmal was sehr, sehr technisch-handwerkliches,
Aber in dieser Ausführung, auf einmal, das fand ich auch wieder so interessant, man macht das einfach und auf einmal kriegt man so richtig Spaß und bekommt das ganze Tiefe und es wird darüber einfach sinnhaft, was man da tut. Ja, und du erweiterst halt einfach dein Territorium. Du warst vorher noch nicht in diesem Territorium fest, beziehungsweise es war eben unbekannt und du warst da nicht trittsicher und hast dich vielleicht auch bisher gar nicht reingewagt. Und plötzlich erkennst du, das ist ja mehr Raum, den ich auch so ein bisschen jetzt auch meistern kann. Und das erfüllt. Also was wir auch unseren Studierenden versuchen beizugeben, also so ein Bein sollte man so im Bekannten immer haben, in dem, was ich so schon meister und kann. Aber dieses andere Bein sollte möglichst dauerhaft irgendwo im Unbekannten sein und Risiken eingehen und sich ausprobieren und auf die Nase fallen und wieder hochgehen und sich so Territorium für Territorium im Leben tatsächlich zu erobern und auch diese nach und nach zu meistern. Da stelle ich mir gerade so ein Kachelbild vor, auf dem man steht, ne? Wie im Badezimmer, wo Ja, genau, Kachel für dann kriegt. Kachel Ja, weitergeht. genau. Man muss immer Genau, genau. ein Bein aber auf einer schon berührten Kachel behalten, Ja, ne? Bis man alles durch genau. hat. Jetzt kann man es geschickt angehen, im Kreise gehen und sich das Ganze erschließen, oder man kann sich in eine Ecke rein manövrieren, wo man nicht mehr rauskommt, wenn man nicht bekannte Kacheln wieder betritt. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also, weil ich glaube, innerhalb dieses Territoriums, das man schon kennt, wo die Kacheln schon in deiner Farbe eingefärbt sind, kann sie ganz, ganz, ganz schnell sofort wieder in die andere Richtung gehen. Und kannst du morgen aufstehen und in eine andere Richtung gehen und dort die Kacheln dir anmalen. Das stimmt auch wieder, ja. Ja. Wenn du plötzlich merkst, dass es da nicht weitergeht. Wobei das menschliche Genie natürlich eigentlich kaum irgendwo eine Grenze ja wirklich bisher erkannt hat. Also es geht eigentlich immer weiter. Jede Wissenschaftsdisziplin hat ja also kennst du eine Wissenschaftsdisziplin, die ein Ende gefunden hat? Ah, ich würde darauf gerne jetzt schlagfertig dir sofort eine Antwort geben können. Ja, ich glaube Nee, nämlich, dass aber es ich keine glaube, es gibt. ist der Wissenschaft ja inhärent, dass es so nicht Genau. sein kann. Ja, Ja. die Reise geht einfach immer weiter. Ja, Jan, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Das war sehr, sehr nett. Danke gleichfalls. Und du bleibst noch einen Moment in der Leitung. Und unseren Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Möchtest du unseren Zuhörern auch noch was sagen? Ja, vielen Dank für Zuhören und schaut euch einfach mal an, was da der Hamburger Higher Education Studiengang zu bieten hat oder das Thema insgesamt. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Macht's gut alle miteinander und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.